Die Kack- und Sachgeschichten, heute mit dem Film Imitation Game, in dem Benedict Cumberbatch den Nazi-Code der Enigma entschlüsselt. Wir schauen uns an, welche erstaunlichen Leistungen die Hauptfigur Alan Turing vollbrachte und welches tragische Ende er fand. Wir erklären euch außerdem, wie die sagenumwogene Chiffriermaschine Enigma funktionierte und wie Turing sie knacken konnte. Diese Episode hat alles, was eine gute Kack- und Sachfolge braucht: Nazis, Mathe und schwulen Sex. Viel Spaß beim Podcast mit Klugschiss. Total banale Themen werden hier seziert. Scheißegal wie albern, hart analysiert. Darüber wird man in 1000 Jahren noch berichten. Das sind die Kack- und Sachgeschichten. Willkommen bei den Kack- und Sachgeschichten. Mein Name ist Fred und ich begrüße mit mir am Tisch hier meine Stammsaftrille, den Tobi. Einen wunderschönen guten Tag. Und wir sind tatsächlich gerade im wunderschönen Baden-Württemberg, denn der Andi von unserem Team Kirschwässerle, der macht morgen sein berühmt-berüchtigtes Live-Wettessen bei Twitch, Friss oder Stirb, und da sind wir wieder als Gäste angereist und haben diese Gelegenheit auch in diesem Jahr genutzt. Letztes Jahr haben wir das mit Moonfall gemacht und haben jetzt auch dieses Jahr diese Gelegenheit genutzt und ihm einen Besuch abgestattet zum Podcasten. Auch er ist vom Team Kirschwässerle, Diplom-Mathematiker und Biervernichter Fabio. Hi. Außerdem sitzt mit am Tisch mit uns Twitch-Streamer und passend zum Film heute unser Quoten-Homosexueller Heben. Moin. Tobi, das haben wir geschickt eingefädelt. Zum Film heute haben wir uns einen Mathematiker geholt und einen Schwulen. Ja, das ist echt gut. Das ist echt gut. Ja, ich erkenne meine Rolle an. Ja, mega gut, Fab. Eine super Einleitung. Ja, aber du hast wenigstens der Post schon mal vorgewirkt. So. Boah, ich weiß nicht, ob man das hört. Wir sitzen hier gerade richtig idyllisch. Seit langem haben wir mal wieder eine Open-Air-Aufnahme, weil das Wetter ist so schön, gerade, und der Abend ist noch jung. Wir haben uns einfach bei Farb vor die Bude vors Haus gesetzt. Richtig geil. Voll geil. Ja, Mann, ist geil. Ja, voll. Mal gucken. Zum Thema von gerade eben nochmal, ist uns doch nach dem letzten Livestream eingefallen, dass wir die Folge machen. Und das war dann echt so, ey, du bist doch Mathematiker. Und Happens doch schwul, wie wär's mit dem Film? Richtig, nach der Aufnahme der Star Trek TNG-Folge ist uns das aufgefallen. Ja, genau. Richtig, also nur zum Verständnis, wir haben die Folge jetzt Ende Juni aufgezeichnet. Unsere erst letzte Aufzeichnung vor der Sommerpause, aber die Gegenwart, wo ihr das jetzt hört, ist natürlich der Herbst 23. Mega gut. Fab, kriegen wir hier Ärger, wenn wir hier mitten in deinem wunderbaren Dorf draußen Outdoor podcasten? Das probieren wir es mal aus. Also wir sind ja umringt von Häusern und neugierigen Leuten. Dann schauen wir mal, was passiert. Und blicken hier auf einen wunderbaren Garten. Was sind das, Äpfelbäume oder was ist das? Mosch? Ja. Für Mosch? Ja, davon habe ich immer den Mosch gemacht, als ich noch agil war und Bock hatte. Geil. Dein geiles Sodbrennen, Darmzerstörungszeug. Ja, genau, das habe ich 2-mal gemacht. Wie haben wir das genannt? Chateau de Farbe? Ja, stimmt. Ja. Ja. Geil. Ah ja, sehr schön, sehr schön. Oh, da klingeln auch schon die Glocken der Kirche. Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, wenn die Leute sich darüber beschweren, dass wir hier podcasten, dann sollen sie sich einmal beschweren, dass die hier 5 Mal am Tag klingeln. Nee, die werden sich nicht beschweren, die werden läscht dann hinter meinem Rücken. So läuft das ja. So, aber dann ist es ja okay. Ja, scheißegal. So sieht's aus. Ja. Ja, wir haben uns einen wunderbaren Film heute ausgesucht. The Imitation Game. Tobi, kommt ein Alien auf die Erde? Was ist The Imitation Game? The Imitation Game ist ein britischer Spielfilm von Regisseur Morton Tilden oder Tildum mit Y. Und Benedict Cumberbatch in der Hauptrolle von 2014, in dem es um das Leben bzw. Teile des Lebens des Mathematikers Alan Turing. Alan Turing, vielen Dank. Alan Turing geht. Und vor allem, gut an. Und vor allem seine Arbeit halt eben am Dechiffrieren der Enigma-Maschine im Zweiten Weltkrieg. Mhm. Farb und Heben, ist das ein guter Film? Also ich habe den am Mittwochabend geguckt mit meinen Verlobten und der war schon sehr geil. Also wir haben uns durchgehend unterhalten gefühlt und der ist auch sehr spannend gehalten auf jeden Fall. Du bist jetzt auch verlobt? Oh yes, Gott. Yes. Alle, okay. Ja. Alle sind verlobt. Farb, hat dir der Film gefallen? Er war okay. Also, aha. Ich,
es ist, mein Problem bisschen, ist ein bisschen, dass halt, wenn du den Film siehst, so war es nicht, bin ich mir sicher. Also ich bin jetzt auch kein Alan Turing Prof, aber ich, da, du hast ja viele Mathe, Sachen sind komisch dargestellt. Du hast ja Mathe studiert, da sprechen wir später auch noch über Alan Turing im Speziellen und ja, über die Enigma-Maschine. Hat in deinem Mathe-Studium irgendwas davon deinen Weg gekreuzt? Ja, Turing-Maschine mal kurz. Also das lernst du ja eigentlich in der Informatik, aber in der Mathematik kriegst du es mal kurz mit, okay, was eine Turing-Maschine ist und blablabla. Aber jetzt der Oberspezialist bin ich auch nicht. Geil. Kannst du erklären, was das Entscheidungsproblem ist? Nee. Lass mich mal ganz kurz googeln. Ich habe das nicht begriffen, was das nochmal war. Keine Ahnung, der hat eine Arbeit über das Entscheidungsproblem geschrieben und das war halt super wichtig, aber ich habe das nicht verstanden. Okay. Nee, ich auch nicht. Ich bin mir gerade nicht sicher. Ich glaube, ich weiß, was es ist, aber das machen wir eh erst später nach der Pause. Genau, ja. Da können wir nochmal ganz schnell blitz googeln. Ja, muss nochmal googeln. Der Film ist aus dem Jahr 2014 von dem Regisseur Morten Tildum. Der ist Norweger, also ich glaube, Tildum spricht man wahrscheinlich aus, bin mir aber nicht sicher. Der hat später nach so. Imitation ganz kurz, Game. Das sind einfach Probleme, Entscheidungsprobleme, Messenprobleme, die einfach nur Ja und Nein als Antwort haben. Ach so. Okay. Das war sein Hollywood-Debüt von dem Regisseur und später hat er dann Passengers gemacht und arbeitet bei der aktuell laufenden, wie ich finde, sehr guten Serie Silo mit. Und der Film Imitation Game hat einen sehr guten Leumund, IMDb 8.0, Rotten Tomatoes 90% Kritiker, 91% Publikum. Ich bin ein bisschen auf Farbseite, ich fand den Film eigentlich auch nur okay. Mhm. Tobi, du findest ihn richtig geil, oder? Also ich finde in erster Linie Benedict Cumberbatch richtig geil. Das in der ist Rolle. Was anderes, das ja. Das ist aber auch Keira Knightley macht das sehr gut und ich bin wirklich kein Fan von ihr, aber die macht da echt einen geilen Job. Spätestens seit hier unserer Folge über Elton John und da haben wir die Formel von Biopics, also von Biografiefilmen besprochen und seitdem kann ich Biografien nicht mehr gucken, ohne auf diese Formel zu achten. Ich kann dir sagen, was drin vorkommen muss. Das, was drin vorkommen muss. Ich sagte, was drin vorkommen muss. Einer muss joggen und dann hecheln stehen bleiben. Das ist immer so. Ja. Immer. Ja. Ja. Ich habe es voraussagt, wo gejoggt habe. Ich sage, es wird die Szene kommen, wo hecheln stehen bleibt, dann passiert es nicht. Und ganz am Schluss passiert es nicht. Ich habe es dir gesagt. Ja. Und ein zweites Problem, das ich habe, und das hat meine Frau auch sofort gesagt, das ist Sheldon Cooper. Sorry. Ja. Wie er das spielt, das ist zu Neuzeit Sheldon Cooper. Okay. Das ist zu an. Also, weißt du, was ich meine? So war der bestimmt nicht. Mit Sicherheit nicht. Glaube ich nicht. Ich habe mal ein Interview gesehen, ja, von irgendeiner Ollen, die damals dabei war. Die ist jetzt, keine Ahnung, 103 oder sowas. Und die hat auch gesagt, ja, der wird halt, so war er nicht. Gut, man hat nicht wirklich Filmaufnahmen von ihm. Aber ja, eben. Also, ne? Vorweg kann man zu dem Film, das, vielleicht haben wir später noch Zeit, auch darüber zu sprechen. Vorweg, der Film verdreht tatsächlich ganz viele historische Tatsachen oder pimpt sie zumindest dramaturgisch auf, aber er gibt, glaube ich, ein ganz gutes Gefühl für die Zeit und schafft auf jeden Fall Interesse für die Thematik, die Imitation Game. Und wir können ja tatsächlich gleich schon mal mit der Handlung anfangen, denn wir haben noch ganz viele spannende Themen heute, weil dieser ganze Komplex rund um die Enigma-Maschine und auch um die reale Person Alan Turing ist ultra spannend. Ja, wir haben in dem Film drei Zeitebenen, drei verschiedene Zeiten. Einmal haben wir den jungen Turing als Schüler in den 20ern. Dann haben wir die Haupthandlung, die spielt 39 bis 41. Turings Arbeit als Kryptoanalyst, wo er dann für den britischen Geheimdienst die Enigma-Maschine entschlüsselt. Und dann haben wir als dritte Handlungszeitebene noch die frühen 50er, wo wir sehen, welches tragische Schicksal Turing am Ende seines kurzen Lebens erleiden muss. Und die drei Ebenen sind miteinander verschachtelt innerhalb des Films. Und die späteste Ebene, da sehen wir ein Interview, was praktisch so uns die Rahmenhandlung gibt. Also das ist für uns der Einsteiger in die Handlung. Ich gehe aber für die Handlungszusammenfassung das Ganze chronologisch durch, weil es, glaube ich, jetzt für die Nicht-Kompliziertheit besser passt. Das ist kein Interview, das ist ein Verhör. Verhör, ja. Also das ist schon nicht unwichtig. Ja. Also streng genommen sind Verhöre ja irgendwo Interviews, aber... Du, ist beides dasselbe, nur mit einem anderen Ziel am Ende. Ja. Und einem anderen Surrounding. Ja. Du sitzt halt nicht in irgendeinem Studio oder Café oder so, sondern halt im fucking Knast. Ja. Oder beziehungsweise in einer Verhörzelle. Ja. Natürlich auch eins, es gab doch einen Film vorher, der hieß irgendwie Enigma, irgendwas bla bla bla. Mhm. Das wurde ja schon mal verfilmt, ne? Ja. Aber wenn ich mich richtig erinnere,
wurde da das komplett weggelassen, was danach mit ihm passiert ist. Mhm. Ich richtig, das spielt da, glaube ich, keine Rolle. Also ich kann das mich fand ich schon immer erinnern. Furchtbar, weil das ist ja wohl, also, weißt du, was ich meine? Das ist ja wohl die tragische Figur. Alan Turing kommt ja nur daher. Ne? Ja, alles andere einfach ist nur ein einfach Held nur ein Genie. Und Thema erledigt, ja, genau. Ja, gut, heutzutage ist er ein Held, damals halt dann nicht. Ne? Ja. Das wird noch ultra tragisch. Ja, erste Zeitebene, 1928, England. Der junge Alan Turing ist ein introvertierter und sonderbarer Schüler. Er hat nur einen Freund, Christopher. Er ist auf der Schule in Hogwarts. Und also so sieht es auch aus wie Young Sheldon. So sieht es da jedenfalls aus. Und das war die Sherborne School in Dorset, wenn ich das richtig verstanden habe. Very British. Und Plymouth. Die beiden, also Alan Turing und sein einziger Freund Christopher, die entdecken ihre Leidenschaft als Schüler für Kryptographie, also Verschlüsselung. Ja. Soweit so alltäglich. Und naja, so als homosexuelle Kids in den 20ern ist das keine schlechte Idee, wenn man die Liebesbriefe verschlüsselt. Ja, also das machen sie ja. Sie schicken sich gegenseitig verschlüsselte Briefe und Alan beginnt, sich in Christopher zu verlieben und er plant, ihm nach den Ferien seine Liebe zu gestehen. Doch Christopher kehrt nicht zur Schule zurück, denn er ist an Tuberkulose gestorben. Aber ob Christopher schwul war, das weiß man nicht. Nee, das weiß man nicht. Nee, also man hat eher so Andeutungen gekriegt. Also es sah schon so aus, als hätten sie sich ineinander verknallt, aber haben sie. Weiß man das in echt? Weiß ich nicht. Also habe ich keine Infos. Oder gab es den überhaupt? Ganz ehrlich, habe ich so genau nicht rausgefunden. Also ich habe versucht rauszufinden, es gab wohl so einen Fall in seiner Kindheit, dass halt ein Jugendfreund gestorben ist an Tuberkulose. Ich habe zum Beispiel nicht rausgekriegt, ob der Christopher hieß. Ich habe auch nicht rausgekriegt, ob die Maschine Christopher hieß. Richtig, exakt. Was ist bestimmt nicht, egal. Ja, das ist vermutlich für den Film dramaturgisch aufgepimpt. Was ich schon mal richtig hart finde. Was ich schon mal richtig bescheuert. Also kann natürlich sein, ne, dass er sie insgeheim Christopher genannt hat, aber zumindest habe ich nichts dazu gefunden. Ja. So, jetzt kann es natürlich sein, dass es irgendeine abgedrehte Biografie gibt, wo es drinsteht, irgendwer, der sehr tief drin ist und man das einfach jetzt nicht im Netz findet. Das kann natürlich sein, aber... Ja. Ja, und der Alan, so endet dann dieser 20er-Jahre-Handlungsstrang. Als Alan erfährt, dass Christopher tot ist, brodelt es natürlich in ihm, aber er leugnet sogar, dass er mit ihm befreundet ist. Also er hat vermutlich Angst davor, seine Homosexualität zu outen. Ja. Oh, hier werden neue Biere verteilt. Kannst du mir auch eins geben, bitte, Farb? Dankeschön. Tobi, einmal ich. Ja, also... Halt Bier durch, wir sind 7 Stunden gefahren. Ja, das war echt eine harte Tour. Du wolltest doch echtes baden-württembergisches Bier degustieren. Jetzt hast du es hier, Alpi. Ah, sehr geil. Ich glaube, es ist bayerisch, oder egal. Auf jeden Fall, das ist ein absoluter Pro-Move gerade gewesen. Ein Feuerzeug liegt neben einem richtigen Flaschenöffner und hält das Feuerzeug zum Öffnen. Das ist mir leider auch schon passiert. Mir auch, ja. Ja. Prost ab jetzt, Ehrengast. Ey, da gab es doch mal bei, kennt ihr noch Switch Reloaded? Klar. Da gab es mal so einen Sketch, wo dieser komische Arbeitslose eine Krankheit hat, dass er mit dem Feuerzeug kein Bier mehr aufmachen kann. Und dann hält er halt so einen Flaschenöffner. Jetzt muss ich immer so eine Prothese benutzen. Ja, jetzt wird's spannend. Jetzt kommt die Haupthandlung. 1939 bis 41, England. Und ich hoffe, man hört nicht, dass hier jemand gerade mit dem Trecker vorbeifährt. Hey, wir sind hier auf dem Dorf. Also. Vielleicht gehört sich so. Gehört zum Feeling. Der Zweite Weltkrieg läuft und Großbritannien arbeitet im Verborgenen an der Dechiffrierung der deutschen Funksprüche. In England gibt es in Bletchley Park, da wo die Haupthandlung spielt, so eine Art Campus, so ein wunderbarer Landsitz, und da hat der Geheimdienst so einen Campus eingerichtet. Und auf dem, hier in Bletchley Park, auf diesem Campus arbeiten viele Regierungsbeamte daran, den Code der deutschen Verschlüsselungsmaschine Enigma zu knacken. Da gibt es eine Abteilung, an der nur die Besten der besten Kryptoanalytiker arbeiten, und Alan Turing bewirbt sich für diese Stelle. Er hat ein Vorstellungsgespräch beim schneidigen und sehr ernsten Tywin Lannister. Und Commander Denniston heißt er. Und dieser Commander lehnt Turing aber ab, denn Turing gibt ganz offen zu, dass er keinerlei patriotischen Gefühle hat und er lediglich eine kryptoanalytische Herausforderung sucht. Er ist ein unpatriotischer Penner und das passt dem Militärcommander überhaupt nicht
in die Tüte. Er will ihn ablehnen, diesen heftigen, fähigen Typen, weil er aufs Vaterland scheißt. Ja, und weil er keine linguistischen Fähigkeiten hat. Weil er meint, zum Dechiffrieren braucht man keine linguistischen Fähigkeiten, sondern nur mathematische Fähigkeiten. Stimmt, ja. Was sich ja als richtig herausstellt, aber eben, gibt ja auch irgendwie Sinn, ja. Aber es ist, ich sag mal, für jemanden, der da so gar keine Ahnung von hat, wie offensichtlich dieser General, klingt es schon schräg irgendwie, ne? So, du sollst Texte übersetzen, ohne Texte zu kennen. Ja. Aber da machen sie sich ja nachher nochmal drüber lustig. Ja. Turing wird aber dann doch eingestellt, weil er so ein krasser Typ ist. Und da trifft er auf sein neues Team. Sein Chef ist Hugh Alexander, ein mega intelligenter und heißer Typ. Wir kennen den Schauspieler aus Watchmen, wo er Ozymandias gespielt hat. Meine Frau steht mega auf den. Deswegen hasse ich ihn. Er ist aber auch echt heiß. Ja, auf so eine geile britische Art. Ja, ne? Mann. Und so mega intensive, sexy Augen. Er hat normale Zähne. Die Arbeit mit Turing erweist sich als sehr schwierig, denn er ist milde gesagt sozial inkompetent und ein arroganter Penner. Und man kann ihn eigentlich am Anfang nur hassen, wenn man ihn dabei beobachtet, wie er mit den Leuten da umgeht. Das meine ich mit Sheldon. Das ist ein Sheldon-Moment nach dem anderen. Das ist richtig. Ja, aber es ist ja nicht nur Sheldon. Also mich hat das eher an Beautiful Mind erinnert. Ja, halt dieses typische Autistending. Es genau. Ist halt so das absolute Stereotyp, wie man sich so im Mainstream, in der Mainstream-Pop-Kultur so intelligente Autisten vorstellt. Ich sag dir eins, die sind sicher nicht den ganzen Tag am Tisch gehockt und haben diskutiert. Da ist jeder vor seinem Blatt Papier gesetzt und hat rumgemacht. Weißt du, was ich meine? Ja, aber das ist ja im Film auch so. Ja, aber so ist echt, deswegen ist es normal, dass der seine Ecke will, wo er mit niemandem was zu tun hat. Ja. Also ich fand ihn aber auch sehr unsympathisch am Anfang. Habe ich mir gedacht, Alter, mach doch was mit deinem Team, Alter, ihr seid alle hier dran, ihr sollt das zusammen machen. Ja, aber das meine ich mit Sheldon Cooper. Aber ich kann mir das schon vorstellen, dass der zumindest in die Richtung, ja, weil natürlich, die reden von dem Film, ne? Der ist natürlich übertrieben. Bestimmt ein bisschen angeeckt, bestimmt. Also auch, dass die Leute den nicht leiden konnten, weil er so ein merkwürdiger Eigenbrüder ist und so. Weil, ich meine, wenn man sich jetzt die Geschichte von ihm anschaut, ne? Homosexualität, also er hat auf jeden Fall Angst, dass irgendwer zu viel über ihn weiß und das nachher merkt. Ne, wir haben ja nachher noch die Situation, dass er feststellt, dass das jeder um ihn gecheckt hat, der sich mehr als drei Worte mit ihm unterhalten hat. Frage mich echt auch. Darum geht es gar nicht, darauf will ich gar nicht hinaus, sondern ne, dass er halt Schiss hat, irgendwie enttarnt zu werden. Ja. Das plus das, was er in der Kindheit erlebt hat, dass sein einziger Freund, ohne ihm was zu sagen, verreckt ist. Weil der Direktor wusste ja, dass der Rinder-Tuberkulose ist. Ja, das wusste er auch selber vorher schon. Also der Christopher, der hat es nur nicht gesagt. Ja, genau. Aber er hat es ihm eben nicht erzählt. Ja. Ne? Mhm. Also ich kann mir vorstellen, dass der einfach Probleme mit Menschen hatte. Ja, natürlich. Hier natürlich völlig übertrieben dargestellt. Aber jetzt mal so aus seiner Biografie so ein kleiner Schwung. Der war halt echt ein Weirdo, ne? Der ist zum Beispiel mit einer Gasmaske immer Fahrrad gefahren, weil er Heuschnupfen hatte. Was da in, wie heißt das, Bletchley Park? Ne, Bletchley Park, ja. Bletchley Park. Bei den Bewohnern zu Angstzuständen geführt hat, weil die dachten, die Deutschen greifen mit Gasangriffen an. Ja, überleg mal, wie verkniffen im Gegensatz zu heute man dort damals war. Ne? Ja, da waren Sachen wie, oh, gibt es da andere Frauen, wenn ich dort arbeite und solche Geschichten? Also die Nummer. Und in so einer Gesellschaft ist das, ich sag mal, das höchste Gut ist so das ganze Soziale. Du musst dich einbringen, du musst sozial. Ja. Und wenn du dann so ein komischer Typ bist, ich glaube, das hat mit Schwul erstmal gar nichts zu tun, wenn du dann so ein komischer Typ bist wie der, dann eckst du einfach brutal. Und heutzutage ist man da ein bisschen, sensibilisierter, aber damals keine Chance, Alter. Wir haben ja später noch ein bisschen was zu Fact versus Fiction, aber lass deswegen erstmal noch beim Film bleiben. Hebben kämpfte gerade während Farbs Rede mit einer Biene. Ja, das ist das Landleben, Bitch, Alter. Die hat mich angegriffen, Alter. Der Angriff, ja. Komisch, direkt auf Hebben, was wolltest du gerade Hebben, was wolltest du gerade sagen? Ja. Ich kann mir auch schon vorstellen, wenn du einfach dann halt da die ganze Zeit so lebst und weißt, dass du halt verboten bist. Ja. Dass deine Sexualität verboten ist und sobald es rauskommt, du halt wirklich heftige Konsequenzen mit dir ziehen kannst, dass es halt einen auch selber irgendwie verschroben macht. Ja, dass es halt einfach wirklich durchgehend mental kaputt machen kann. Plus Supergenie, plus sowieso Strange. Ja, eben. Ja. Eben. Ja. Die Arbeit an der Enigma-Dechiffrierung erweist sich als super schwierig bis unmöglich. Denn es gibt eine unglaubliche Menge an Einstellungsmöglichkeiten der Maschine und viel schlimmer, die Deutschen wechseln jeden Tag die Codes und das Team da rund um Turing und den Hugh Alexander kommt nicht weiter. Turing kriegt jetzt Stress mit seinen Mitarbeitern,
denn er beteiligt sich überhaupt nicht an den Codeberechnungen, sondern er arbeitet im Geheimen an Plänen für eine Rechenmaschine, die er konstruieren will. Und Turing ist jetzt kurz davor rauszufliegen. Die haben richtigen Hass auf ihn. So, weil alle ihn sehen als unkollegiales Arschloch. Und er 100.000 Pfund verbrannt hat. Für eine Maschine, die nicht funktioniert. Richtig. Oh, das war noch vorher. Ah, okay. Ja. Ich dachte, wir wären schon so weit. Wir kommen jetzt hin. Turing ist kurz davor rauszufliegen. Doch er schreibt eigenmächtig einen Brief an den Premierminister Winston Churchill und schildert ihm den Plan zu einer Rechenmaschine. Und tatsächlich ist Churchill so begeistert von dem Plan, dass er den Plan nicht nur absegnet, sondern sogar Turing zum neuen Leiter der Abteilung macht und ein Budget von 100.000 Pfund klar macht. Und Turings erste Amtshandlung, Sekunden nachdem er das erfährt, ist, dass er zwei seiner Mitarbeiter feuert, weil er sie hasst. Und zwar wirklich direkt. Ne? Ja. Das gut, aber er sagt ja warum, weil sie zu nichts taugen, so nach dem Motto. Ich glaube nicht, dass er sie hasst. Das ist einfach okay, ihr zwei taugen zu nichts. Die bringen halt nichts. Ne? Also hassen tut er die ja alle. Ja. Also, das ist ja, ich glaube, der hasst da allgemein alle Menschen irgendwie. Ja. Sie haben jetzt zwei Leute weniger und sie haben ein ambitioniertes Projekt vor sich und deswegen müssen sie jetzt tatsächlich neue Leute rekrutieren. So. Um neue Leute zu finden, die clever und effizient und schnell arbeiten können, veranstaltet Turing jetzt ein öffentliches Kreuzworträtsel. Um mal vorwegzunehmen, ich dachte, das hat der Film sich doch ausgedacht. Das war tatsächlich so, dass sie über ein öffentliches Kreuzworträtsel Leute gesucht haben, die clever sind und schnell arbeiten können. Das ist ja geil. Das ist geil. Und kann man dieses Kreuzworträtsel noch irgendwo finden, was da drin stand? Oder? Das weiß ich nicht. Bestimmt. 100%. Ja. Gucken wir mal in der Pause. Und bei diesem Kreuzworträtsel-Contest tut sich die junge Joanne Clark hervor, Keira Knightley. Die ist super intelligent, aber steht unter den Fuchteln ihrer Eltern. Und die Eltern wollen nicht, dass die Tochter einen Job annimmt an einem Ort, wo lauter Männer arbeiten. Ja, plus, dass sie auch niemand für voll nimmt, weil sie eine Frau ist. Also die wird ja auch begrüßt mit, ja, hier, sorry, aber wir suchen hier keine Sekretärin. Ja. Dafür müssen sie da da hinten irgendwo. Stockwerk nach oben oder Stockwerk sowas. Stockwerk nach oben, ja, sowas, ja. Ich weiß, ich habe vor zwei Sätzen gesagt, verschiebt mir das Historische nach später, aber ich habe Angst, dass ich es vergesse, wenn ich es jetzt nicht sage. Das ist historisch totaler Quatsch. Tatsächlich waren in Bletchley Park 2/3 aller Mitarbeiter Frauen, Mitarbeiterinnen, Frauen. Das widerspricht aber nicht dem Film, weil in dem Film haben die 2 von 3 Wohnkomplexen, wenn ich das richtig verstanden habe, die nur mit Frauen voll sind, aber eben nicht in dem dechiffriert. Ja, aber da wird irgendwie gesagt, das sind halt Sekretärinnen oder irgendwie in einem Nebensatz oder halt irgendwelche, keine Ahnung was, Köche oder was weiß ich. Ja genau, die sind aber da in dem Film nicht wichtig, aber wenn ihr jetzt irgendwo in einem Text liest, einfach nur 2/3 der Beschäftigten waren Frauen, widerspricht dem das nicht. Genau weiß ich es nicht, aber ich glaube, da waren einige angestellt zum harten Rechnen einfach. Ja. Aufgaben erfüllen einfach. Die klug genug waren, was auszurechnen, bitteschön. In der Kommandozentrale waren ja auch die Frauen beschäftigt und haben die ganzen Codes von den Nazis aufgenommen. Das war früher ein typischer Frauenjob. Zum Beispiel auch bei den Apollo-Programmen für die erste Mondlandung hatten die auch eine Herrschar von Computer, so nannten die Menschen damals, die diese Arbeit gemacht haben. Und das waren auch zum größten Teil Frauen tatsächlich. Ja. So, also die junge Joanne Clark, die Keira Knightley, Frau Clark, die joint jetzt das Team, die geht ins Team, sie ist super intelligent und wie gesagt, ihre Eltern sind super konservativ. Und damit die Eltern das Maul halten, verloben sich Turing und Clark. So von wegen, ja, du hast ja jetzt einen ordentlichen Mann, dann kannst du machen, was du willst. So, aber natürlich ist es nur eine Zweckehe, eine Zweckgemeinschaft, denn er ist ja schwul. Ja. Turing stellt jetzt seine Rechenmaschine fertig. Er nennt sie Christopher. In der Realität hieß das Ding Turing-Bombe. Ich weiß gar nicht, ob der Begriff fällt im Film, Turing-Bombe. Der fällt da nicht. Ja. Und diese Turing-Bombe, der Rechenapparat Christopher, arbeitet aber zu langsam für die Enigma-Entschlüsselung. Und er schafft es nicht, innerhalb eines Tages diesen Enigma-Code zu knacken. Denn die Nazis ändern jede Nacht um 12, hören sie auf zu funken. Und morgen um 6 fangen sie immer mit einem neuen Code an. Und diese Maschine ist einfach zu langsam. Die packt es nicht an einem Tag, die ganzen Möglichkeiten durchzuspielen. Ja. Übrigens, die Möglichkeiten wurden ja auch falsch genannt. Hast du es auch dabei? Ja, die Möglichkeiten wurden tatsächlich zu klein genannt. Nein, zu groß. Viel zu groß.
soll behauptet 150 Millionen, 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 wurde behauptet. Ach so. In Wirklichkeit, sowas? In Wirklichkeit, soweit ich weiß, ich habe die Zahl später. Du, ist es knapp eine Million. Knapp eine Million. Nee, das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Die Zahl ist von einer älteren Enigma-Version. Ah, kommen wir später dazu. M4? Also da habe ich andere Zahlenfarbe. Aber später sprechen wir später drüber. Okay. Also Christopher, die Maschine arbeitet zu langsam. Und der strenge Commander Denniston will das Projekt mit der Rechenmaschine jetzt einstellen. Der verschafft sich da Zutritt in diese Lagerhalle und der Alan Turing stellt sich dann vor die Tür und versucht, die Rechenmaschine mit seinem eigenen Leben zu verteidigen, weil die wollen die Maschine zerstören tatsächlich, weil das ist ja alles super top secret da. Turings Team hatte aber mittlerweile einen kleinen Sinneswandel, was Turing angeht, und mittlerweile glauben sie an seine Vision und stellt sich hinter Turing und so bekommt das Projekt noch eine letzte Chance und eine Schonfrist von einem Monat. Weil er allen Apfel mitgebracht hat. Das ist aber ein schönes Bild. Kommen wir nachher zu, was das mit dem Apfel auf sich hat. Ja, ja. Das ist halt, der schenkt allen einen Apfel und das ist halt hier in dem Film eine kleine Metapher dafür, dass er jetzt gecheckt hat, dass man doch mit den anderen kollegial auskommen soll. Das meine ich nicht. Ja, 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 komm noch später. Okay, kommen wir ja, dazu. Ja, 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 oh, ich sehe, da kommt deeper Scheiß. Ja, ja. So, und jetzt haben sie diesen einen Monat Schonfrist, aber sie stehen trotzdem noch da und wissen nicht so richtig, wie sie das machen sollen mit den Codes. So, jetzt kommt der entscheidende Aha-Moment. Als der hotte Typ, der Hugh Alexander, mit einer Funkerin flirtet, erwähnt die nebenbei, dass die deutschen Funker ihre Nachrichten häufig mit wiederkehrenden Floskeln schreiben. Zum Beispiel am Ende immer mit Heil Hitler. Das darf ich hier im Garten bei dir gar nicht so laut sagen. Das hier ganz normal. Gehört zur Morgenroutine. Weißt du, ne? Man weiß ja nicht, ob die Leute den Kontext mitkriegen. Da sitzen Leute im Garten und podcasten. Heil Hitler. So. Und das ist ja natürlich nicht normal. Das Team hat jetzt den zündenden Aha-Moment, die zündende Idee. Der Geheimdienst weiß, dass der allererste Funkspruch der Deutschen morgens um 6 immer ein Wetterbericht ist. Und der beginnt auch immer mit den Worten Wetterbericht. Da die Briten, Turings Team, diese ersten Worte jetzt kennen, schränken sich die Möglichkeiten der Enigma-Verschlüsselung stark ein. Und mit diesem Wissen schafft es die Rechenmaschine viel schneller, den Code zu knacken. Sie entschlüsseln jetzt fleißig Funksprüche und erfahren von einem großen Angriff auf einen Marinekonvoi. Doch das Team trifft, also das ist jetzt erstmal der mega krasse Erfolg. So, wow, wir können den Enigma jetzt verstehen. Dazu, wie diese Verschlüsselung funktioniert, habe ich später noch was, ist super spannend. Also streng genommen haben sie mehrere Codes, ne? Da ist ein Zeitsprung zwischen. Ja, ja, also die haben mehrere Dinger dechiffriert und da stellen sie dann fest, Moment, da passiert ein Angriff. Da war jetzt nicht eine Nachricht, hör mal, fahrt mal alle dahin. Ja. Aber so kommt es einem vor, wenn man es anguckt. Ja. Nach diesem geilen Erfolg und Aha-Moment kommt jetzt die Ernüchterung. Die bekommen einen Funkspruch mit und erfahren von einem großen Angriff auf einen Marinekonvoi in der Nordsee. Doch das Team trifft eine schwere Entscheidung. Der Angriff darf nicht vereitelt werden, weil die Deutschen sonst checken könnten, dass die Enigma nicht mehr sicher ist. Ja, Turing trifft die Entscheidung. Ja, ja, richtig. Er bringt sie auf die Idee. Denn wenn die Briten jetzt zu schnell und zu effektiv reagieren, dann wissen die Deutschen oder ahnen die Deutschen vielleicht, okay, die haben Enigma geknackt und denken sich was Neues aus. Natürlich ist rein zufällig der Bruder von einem der Wissenschaftler dort mit an Bord. Das macht es halt persönlich. Damit wir sich gegenseitig streiten können. Ne? Also richtig. Ein bisschen Drama muss ja rein. Ja, ja. Ja, ja. Ja, das brauchst du für den Film, so ein bisschen Gewürz. Ja. Also ich meine, vor allem streng genommen ist, also es ist unrealistisch, aber nicht unmöglich, weil die damals ja einfach jeden eingezogen haben. Ne? Ja. Also deswegen so, das ist so ein Film vor Logik-Ding. Ich finde, das kann man ab und das zu. Ist ein, das ist so eine Sache, die ich durchgehen lasse, damit sie sich streiten können. Ja. Genau. Das war ja ein riesen Marinekonvoi. Das waren ja viele Schiffe damit, wahrscheinlich tausende Menschen. Ja. Mhm. Also es ist realistisch genug, dass man da mal ein Auge zudrücken kann. Ja. So, und die entwickeln jetzt ein System, nachdem entschieden wird, ob man auf Funksprüche reagieren darf oder nicht. Und nach diesem Riesenerfolg offenbart Turing seiner Verlobten seine Homosexualität. Sie will ihn trotzdem heiraten, er weist sie aber zurück, weil er sagt, du musst dein Leben leben. Es gibt außerdem eine kleine Behandlung in dieser Zeitebene.
in der Turing einen russischen Doppelagenten enttarnt. Die ist aber eher unwichtig für die Haupthandlung. Dieser Doppelagent erpresst Turing mit dem Wissen um seine Homosexualität. Und in dem Zuge erfahren wir dann auch, wie sick diese ganze Nummer mit der Geheimdiensterei ist, weil wir erfahren, der Geheimdienst weiß schon lange von diesem Doppelagenten. Sie lassen ihn aber gewähren, weil sie so bewusst Informationen an die Russen rauströpfeln lassen können. Das ist übrigens nicht nur in der Vergangenheit, das ist auch heute total typisch für Spionagearbeit. Ich habe letztens, als wir TNG aufgenommen haben, habe ich mich über Diplomatie schlau gemacht. Thema, das da nachher nicht mehr reingepasst hat. Und dementsprechend auch über Spionage, weil das ja Teil der Diplomatie ist. Und es ist wohl so, dass, also Geheimspione gibt es so gut wie gar nicht, weil die werden früher oder später immer enttarnt. Die Frage ist nur, ob man das öffentlich macht, ob die enttarnt wurden oder nicht, oder ob man, wie in diesem Film, die einfach nutzt. Du hast diese doppelt- und dreifach verschachtelte Dreckslogik halt. Ja. Und das, ja, ist ja auch das ist ja, was geil gezeigt wird in dem Film, mit dem Moment, wo Turing sagt, nee, wir machen jetzt überhaupt nichts, weil... Ja. Dann hast du deine ganze Arbeit an die Wand gefahren. Verstehst du, was ich meine? Ja. Und es gibt Infos, die zu haben, ist nicht immer ein Segen. Ja. Was ist das? Genau, und also die Russen sind ja im Prinzip, naja, jetzt nicht direkt Alliierte, aber sie stehen ja auf der gleichen Kriegsseite, weil sie auch gegen die Nazis kämpfen. Wäre das jetzt ein deutscher Doppelagent gewesen, würde die Sache wahrscheinlich anders aussehen. Ja, genau. Aber so konnten sie bewusst kleine Infotröpfchen an die Russen rausgeben. Das sagt Mark Strong, der diesen MI6-Typen spielt, der sagt das ja auch. Ne? Wir sehen das ja sogar, dass sie sogar noch die Umschläge mit den Spionageinformationen austauschen, nachdem der die halt in so einen Briefkasten geschmissen hat und so. Ja. Weil er kann so lenken, welche Infos halt raus an Stalin gehen und vor allem lenken. Vor allem war ja die UdSSR kein Feind, kein echter Feind, es war kein Kriegsfeind. Sie waren der Feind, es war kein Kriegsfeind. Genau. Sie waren halt der Feind des Feindes und damit im Prinzip der Freund in Anführungszeichen. Also Großbritannien und die Sowjetunion waren jetzt keine Freunde, aber also niemand war befreundet mit der Sowjetunion, die nicht Teil der Sowjetunion waren. Oder ähnlichen Staaten, aber der Feind meines Freundes ist mein Freund. Ich weiß jetzt nicht, aber ja. Ja, ja. Aber der Spion hat sich auch mega dumm angestellt. Und das hat den allen. Ja, das hat er ja auch gesagt, der Mark Strong, ne? Das hat den allen in die Karten gespielt einfach. Ja, denn der Spion hat selbst Nachrichten chiffriert, aber halt super simpel aus Turings Perspektive mit so einem Bibelspruch. Ja, ja, der Hugh, dieser sexy Typ, der hat ja auch, der hat den Code ja geknackt von diesem Spion, den sie da noch suchen. Und alle denken ja, er ist Turing wäre es gewesen. Und er sagt dann halt auch so, nee, also du warst es nicht, das Ding ist viel zu simpel für dich. Ja. So ein Code und das auch noch ein Bibelspruch. Ja. So, ne? Also das ist wirklich... So, und chronologisch, wie gesagt, im Film ist das verwoben, aber jetzt chronologisch kommt die dritte Zeitebene, die frühen 50er. Turing wird verdächtigt, ein Doppelagent zu sein, denn nach einem Einbruch in sein Haus hat er sich den Cops gegenüber verdächtig verhalten, weil er mit denen nicht richtig zusammenarbeiten wollte und was verheimlicht hat und so nicht wirklich kooperieren will. Und deswegen steht er jetzt selbst unter dem Verdacht, ein Doppelagent zu sein. Aber nicht von der Armee, sondern bei der Polizei einfach. Ja. Ganz normale Polizei. Und auch nur ein Typ. Also. Ja, ja, und der will es halt unbedingt raushauen, weil er dann wahrscheinlich seine Karriere boostet. Oder man merkt es ja immer. Also, und hier jetzt halt eben ein Doppelagent für die Russen, ne? Ja, richtig. Für die Sowjets. Ja, ja. Und Turing wird verhört. Und das Verhör ist im Prinzip, wie gesagt, die übergeordnete Handlung, durch die wir die Geschichte erleben. Und bei den Ermittlungen kommt zufällig raus, dass er schwul ist. So. Turing wird jetzt, auch darüber sprechen wir nachher noch, super düster, Turing wird jetzt in dieser Zeit deswegen, weil er schwul ist, wegen Unzucht verurteilt und er hat die Wahl, Knast oder, boah, dieses Wort, chemische Kastration. Ja. Und er will auf keinen Fall ins Gefängnis gehen und wählt deswegen die Therapie, die chemische Kastration. Und total krankes Mann. Der Vorwurf, also der juristische Vorwurf, hieß übrigens grobe Unzucht und sexuelle Perversion. Ja. So dafür zwei Jahre Knast oder chemische Kastration. Da habe ich mich auch Alter, bevor ich mich chemisch kastrieren lasse, gehe ich halt in den Scheiß nass. Aber auf der anderen Seite... Wenn du dann wieder überlegst, gehst damals als Schwuler in England in den Knast. Das ist auch die Frage, ob du wieder rauskommst. Ja, ja, ja. Und er wollte ja auch unbedingt an seinem Projekt weiterarbeiten. Das richtig. War ihm halt wichtig. Egal, richtig. Wie geil mein Projekt ist, Mann. Mein Pimmel ist mir nicht wert. Sag ich dir ganz ehrlich. Aber man es hat ist ja nicht nur der Pimmel, das ist ja schon deutlich mehr. Ja, aber da kommen wir noch dazu. Ja, aber ja,
das, was, das hat man auch in dem Film dann noch gesehen, dass er einfach sehr stark darunter gelitten hat, auch einfach von seinem Wissen her. Der konnte nichts mehr aufgreifen. Ich hab mich gar nicht damit auseinandergesetzt, das hast du wahrscheinlich, aber die chemische Kastration, die war ja damals bestimmt nicht so geil, dass dem Rest deines Körpers nichts passiert. Das war vor allem nicht nur, also in dem Film sprechen sie ja nur von der chemischen Kastration. Es ist nicht nur die chemische Kastration gewesen. Ja. In der Realität ist es eine Behandlung von Homosexualität, weil Homosexualität als offiziell als psychische Krankheit galt. Ja. Und es gab so ein ganzes Tablett an Medikamenten, die er nehmen musste, aber um das zu heilen. In erster Linie Östrogen. Wie ist das? Also das ist jetzt super gefährliches Halbwissen, aber gibt es sowas nicht in der Art heute noch für Pedos? Ja, dass du dich im Prinzip impotent machst, richtig, oder dass du nicht mehr geil wirst, aber es ist nicht mehr so, die Nebenwirkungen sind nicht mehr so, ne? Nee. Also zumal es ja eben keine Hormonbehandlung, ehrlich gesagt, also im Film wird's gesagt. Nein, ich rede von heute. Heute keine Hormonbehandlungen mehr sind, zumindest nicht so wie damals. Ich weiß nicht, ob man das mit Hormonen macht, diese Kastration, das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich wüsste nicht, wie es heute gehen soll. Keine Ahnung, aber du wirst auf jeden Fall nicht mehr halt, naja, du kannst die Behandlung, die sie da gemacht haben, mit einer wirklich, wirklich beschissenen Variante einer Geschlechtsumwandlung, also einer hormonellen Geschlechtsumwandlung vergleichen. Der Typ hatte nachher einen krassen Überschuss an Östrogen im Körper, weil die den halt mit Östrogen vollgepumpt haben. Fred, hast du dabei, wie das funktioniert? Wie das gemacht wurde? Also jetzt im Detail nicht, aber Hem und Tobi können dazu später noch ein bisschen was erzählen. Ja. Also im Detail kann ich dir das technisch jetzt auch nicht sagen. Aber ja, viel hat man auch nicht dazu gefunden, wie die das gemacht haben. Ja. Die haben einfach alles reingepumpt, halt was geht, wo die Sachen denken. Ja, ja. Ich meine, das war, welches Jahr war das? 1951? Ja. Da hatten die noch gar keine Ahnung. Da haben die alles reingepumpt, was haben geht. Haben wir heute noch nicht. Ja. Ja. Sein größtes Problem mehr Ahnung am in erster Linie diese Östrogenbehandlung gewesen zu sein. Östrogen einfach. Ja, er wählt die Therapie. Und dann gibt es einen Zeitsprung und wir sehen, dass Joanne Clark, die Dame, die mitgearbeitet hat früher, die Keira Knightley, dass die ihn besucht Jahre später und er ist ein gebrochener Mann und er ist von der Therapie geschwächt. Er ist nicht mehr Herr seiner Sinne, er ist voll im Arsch, er wirkt fast schon dement, wie er da spricht. Also er schafft es nicht mehr ein Kreuzworträtsel aus der Zeitung zu lösen. Richtig. Daran machen sie es fest. Ja. Und in einem abschließenden Textfenster am Schluss des Films erfahren wir, Turing hat mit 41 Jahren Selbstmord begangen. Und damit endet der Film The Imitation Game. Mega düsterer Shit. Ja, aber wie gesagt, deswegen meine ich eigentlich, ist es so düster, aber irgendwie ist es bei mir nicht angekommen. Also ich war ein bisschen enttäuscht, man hätte es irgendwie besser und epischer oder keine Ahnung was aufziehen können. Das ist so. Ich muss ehrlich sagen, dass ich das spannend finde, dass sie das so gelöst haben. Weil, ich sag mal so, ein Film über das Ende seines Lebens wäre als alleinstehender Film total spannend. Was die hier aber gemacht haben, ist das Thema Homosexualität spielt ja eigentlich überhaupt keine Rolle in dem Film. Also bis auf das wirklich letzte Zehntel des Films spielt es eigentlich keine Rolle. Ich glaube, das hat auch nirgendwo drauf passiert, Einfluss genommen. Keine Entscheidung von ihnen wurde dadurch irgendwie anders getroffen oder sowas. Ja. Genau, sondern der Film konzentriert sich auf das, was er erzählen will, nämlich die Tatsache, dass er an dem Enigma-Projekt gearbeitet hat. So, und das alles endet absurderweise, also so suggeriert es der Film uns, durch seinen Tod, weil er homosexuell ist. Ja. Weißt du, also das etwas, das nichts, aber wirklich gar nichts mit seiner Arbeit zu tun hat, kostet ihn am Ende das Leben. Im Film wird es ja auch so dargestellt, dass zu dem Zeitpunkt, wo er stirbt, immer noch keiner weiß, dass er eigentlich ein Kriegsheld ist. Ich weiß jetzt nicht, wie es in echt war. Richtig, ja. Das ist erst in den 70ern rausgekommen. Das ist halt der Scheiß. Wäre es schon bekannt gewesen, wäre vielleicht, okay, wer weiß. Wenn offiziell oder groß bekannt geworden wäre, dass der ein Kriegsheld ist, der wäre ja gefeiert worden wie Sau. Wenn man aber wenn es dann wieder heißt, schwul, und dann sein, ist er auf einmal schwul, erst recht auf die Fresse. Dann wäre sein Lebenswerk einfach im Arsch gewesen. Ne? Weil, also es passt gerade ganz gut, also weil ich merke schon, dass ihr unbedingt darüber sprechen wollt. Das war krass. Also noch in den 50ern gab es in Großbritannien echt rigorose und krasse Gesetze gegen homosexuelle Männer, ne? Ja, man hat es ja immer so im Kopf, so von der Geschichte, ja, die Nazis waren die Schwulen alle umgebracht haben, aber die Gesetze gab es überall, du wurdest zwar nicht umgebracht, aber hast halt eine chemische Kastration oder Knast. Also schrägerweise waren die Gesetze in Nazi-Deutschland nicht so hart wie in England. Ja gut, aber Nazi-Deutschland ist halt abgeholt worden.
Das ist es halt. Also, ja. Wenn die Konzentrationslager nicht gewesen wären, rein gesetzlich, rein juristisch gesehen, hatten die hier ein besseres Leben. Ja. Schrägerweise. Ja, aber in der Realität sind die halt ins KZ gekommen. Man hat es juristisch nicht machen müssen, weil man hat es dann anders gelöst. Genau. Sorry. Ja. Ja, da sind sehr viele ins KZ gekommen. Die Hälfte davon ist gestorben. Über Deutschland mit den KZs, da sprechen wir jetzt nicht drüber. Das ist nochmal eine ganz andere schlimme Nummer. Aber Großbritannien war da tatsächlich auch relativ rigoros mit den Gesetzen. Weil Fab gerade reinstiefelt und frisches Bier holt, nutzen wir das für eine ganz kurze Bierholpause und Luftschnappen. Und wir gucken auch nochmal rüber zu den Nachbarn, ob das von der Lautstärke her klar geht. Er zeigt mir den Mittelfinger. Meinst du, darf man hier im Garten Fenster pinkeln? Das Klo ist 3 Meter entfernt. Ja, aber es ist eine Treppe dazwischen. Ja. Wir machen eine ganz kurze Pause und danach sprechen wir über Turings dramatisches Leben und über die Kunst des Dechiffrierens. Das sind die Kack- und Sach-Geschichten. Kack- und Sach-Geschichten. Okay, let's go. Weiter geht's, Leute. Heute eine Folge, wo wir eigentlich gar nicht mehr groß über irgendwie so Filmtheorie oder Filmmacherei sprechen. Das ist bei dem Film tatsächlich auch relativ jetzt untergeordnet interessant. Ja. Schöne historische Folge. Ich freue mich auf schöne, interessante Fakten aus der Nazi-Zeit. Die finde ich immer spannend. Ich spreche immer sehr gerne über die Nazi-Zeit, egal über welche Nationen in dieser Zeit. Über den Zweiten Weltkrieg ist einfach mega spannend und es ist super, super spannend, was da in Großbritannien vor allem abging, rund um diese Codebrecher, rund um den Geheimdienst, um den britischen Geheimdienst zu der Zeit, weil der britische Geheimdienst ist ja so traditionell schon immer ultra krass. Ja. Das wird doch im Film noch so geil erwähnt, so wir sind vom MI6, es gibt nur 5 Militär-Intelligence- Einheiten. Ja, wir sind der Geheimdienst. Die sind so, geheim, die kennt man nicht mal. Wir machen unseren Job halt gut. Ja, bei Kingsman gibt's das doch auch, ne? Schicken sie das ans MI6, an die NSA, an die CIA und an das und das und das und an den chinesischen Geheimdienst. Ist es nicht gruselig, dass niemand weiß, wie der chinesische Geheimdienst heißt? Das nenne ich geheim. Doch, das weiß man auch. Fab, was hast du da gerade ausgeschenkt? Ich habe heute einen Kirschbärsalat gekauft. Ich dachte, ich kaufe heute mal was Edleres. Und dann habe ich den Preis von dem hier, was ja geil aussieht, mit dem Preis von dem, was wir immer saufen, verglichen. Und es ist nur 1 Euro teurer. Dann habe ich die Namen verglichen, ist der gleiche Hersteller. Also wahrscheinlich unterscheidet sich's nur in der Flasche. Ja, Mann. Das ist die Pseudo-Premium-Marke. Alles Marketing. Na dann erstmal Prost. Also so sieht's aus. Tschüss. Ja, Prost. Tschüss. Kirschwässerle. Da muss man sich schon berühren. Das geht nicht. Auf Andi. Du den auch nie kalt stellst, Mann. Das darf nicht kalt sein. Doch, Mann. Dann schmeckt man weniger. Ja. Übrigens, weil Andi ist übrigens nicht dabei. Andi ist nicht dabei, weil er schon sein Wettfressen vorbereitet für morgen. Wir sind wirklich der gesundeste Haufen in diesem Land, ne? Wir besaufen uns ohne Andi, weil er sein Wettfressen vorbereitet. Was Scheiße. Voll geil. Das ist aber auch widerlich, Digi. Letztes Jahr, jetzt schon ein tolles Ritual, dass wir uns irgendwie so im Juni oder wenn das stattfindet, immer hier einfinden und podcasten in der Nacht vor Friss oder Stirb. Das ist echt ganz geil, ja. Wollen wir noch bei Freds Mama essen gehen? Ja, genau. Bei meiner Mutti gab es vorhin angebratene Maultaschen mit Kartoffelsalat. Oh, das war mega lecker, ey. Richtig geil. Letztes Jahr haben wir ja über so einen Gaga-Film gesprochen, über Roland Emmerichs Trash-Film Moonfall. Und dieses Jahr haben wir ein richtig, richtig ernstes Thema. Ja. Tobi, du hast dich mit Alan Turings Biografie auseinandergesetzt. Du bist Alan Turings Biograf. War es beim jungen Alan Turing wirklich so wie im Film? Ich möchte vorweg 2 Dinge sagen. Erstens, bevor ich es vergesse, der Film war übrigens für 8 Oscars nominiert und hat auch einen gekriegt für das beste adaptierte Drehbuch. Wollte ich nur mal kurz und war sogar für bester Film nominiert. Genau. Nicht für die Oscars spricht. Nee, aber das ist so ein typischer Film, der halt Oscars gewinnt. Ja, aber Biografie. Der war schon gut, auch wenn er sich er war nicht gehalten schlecht. Hat. Der war schon ein guter Film. Er war nicht schlecht und ich finde es gut, dass sein Ende mal gezeigt wurde. Mhm. Aber ich habe wieder dieses Gefühl von, der muss einen Oscar kriegen, sonst sind wir böse. Ja, genau. So genau. Fühlt sich das wieder für mich an. Ja, weißt du, was ich meine? Ja, okay. Aber das tun diese Biografien immer. So wie jeder Dreckskriegsfilm unbedingt einen Oscar kriegen muss, weil es geht nicht anders. Ja. Aber wie gesagt, ist ein guter Film. Aber ich bin auch für die schlechte Laune da. Also es macht auch Oscars. Ist ein bisschen cooler.
Vor allem, sorry, jetzt reden wir doch noch mal kurz über den Film, aber das muss kurz sein. Hier, wie heißt er? Benedict Cumberbatch. Nee. Beautiful Mind. Ja. Praktisch der gleiche Film. Ja? So rein von der Erzählstruktur her. Gut, er springt nicht in der Zeit hin und her, aber das war's auch. War auch irgendwie für 7 Oscars oder sowas nominiert. Wieso nominieren die nochmal einen Film, der fast gleich war? Ne? Ja. Also das ist echt schräg. Nein, ja, ich meine, Beautiful Mind ist halt heutzutage immer noch ein guter Film. Ja, das ist was anderes. Aber ich meine, kann ich man halt jetzt, ja nochmal machen, warum nicht? Nein, ich meine, genau, Imitation Game hat fast den gleichen Film so stilistisch nochmal gemacht. Ja, darüber, aber du kannst ja einen neuen Film nicht einen Oscar verweigern, weil ein Thema macht, das ein alter Film schon mal hatte. Das stimmt. Wir haben in der Rocketman In der Rocketman-Folge, als wir über die Biopic-Formel gesprochen haben, haben wir das ja schon gesagt. Das ist ein Oscar-Rezept. Ja. Ein dramatisches und tragisches Schicksal Biopic. Eines missverstandenen Genies. Genau, nee, du musst es schaffen, dass die Leute, die im Publikum sitzen, klatschen können und so tun können, als hätten sie verstanden, warum es geschichtlich relevant ist. Ja. Das musst du reichen, dann kriegst du einen Oscar. Ey, bei mir hat super funktioniert. Ich habe den, wann habe ich den geguckt? Am Dienstag oder so? Ich habe sogar extra die Blu-ray geholt, weil ich jetzt anfange, Blu-rays zu sammeln, aber lass uns nicht über dieses Thema reden. Weil er echt bescheuert ist und all meine früheren Aussagen widerspricht. Das war mein erster Film, den ich auf YouTube ausgeliehen habe. Ja, jedenfalls kam dann halt so dieser Schriftzug, ne, irgendwie bla bla bla, das gilt, heute nennen wir diese Maschinen Computer, was faktisch nicht so ganz richtig ist, aber auch nicht so richtig falsch. Jedenfalls, da musste ich mir echt eine Träne verdrücken, weil so diese Geschichte, die ich gerade gesehen habe, dieses Helden, der auf so eine beschissene Art gestorben ist und dann mal ganz im Ernst, krasseren Scheiß entwickelt hat oder mitentwickelt hat, den Computer kommen wir nachher nochmal zu, das hatte wahrscheinlich einen größeren Impact als die Tatsache, dass er mitgeholfen hat, die Nazis aufzuhalten. Ganz ehrlich, der Computer ist krasser als das Dritte Reich, für mich, was den Alltag, die Veränderung des Alltags aller Menschen auf diesem Planeten angeht. Der Alltag, sag ich schon. Der einzige für mich emotionale Moment war der Schluss, wo sie ums Lagerfeuer stehen und dann die Schrift kommt und sozusagen mit den paar echten Fakten. Das war für mich der wirklich emotionale Moment. Fand ich auch. Der Rest war okay. Ja. Ne? Egal. Kommen wir zu Alan Turing. Zu Turings Biografie. Ja. Am 23. Juni, witzigerweise vor 4 Tagen zum Zeitpunkt dieser Aufnahme oder stimmt. So. Ne? Richtig. 1912 kam er zur Welt. Und hier beginnt schon so ein bisschen die Geschichte seines Alleinseins. Nämlich war der Vater von ihm britischer Beamter in Indien, also Britisch-Indien damals noch. Ne? Und seine Eltern haben ihn halt alleine gelassen. Er und sein älterer Bruder sind bei einer Bekannten, relativ hohe Kreise, also wahrscheinlich kann man nicht von befreundet sprechen, sondern einer Bekannten, Witwe aufgewachsen, weil die Eltern halt zurück nach Indien mussten, um da zu arbeiten, weil er halt Beamter da war. Der war 3 Jahre komplett ohne seine Eltern, die sind nur ab und zu mal am Wochenende rübergeflogen. Und die Mutter ist danach halt auch nach London und hat die Kids wieder zu sich genommen. Der Vater war die meiste Zeit aber trotzdem in Indien. Also einfach ein Typ, der sein Leben lang erstmal alleine gelassen wurde bis zu diesem Zeitpunkt. Er hat super häufig die Schule gewechselt, was unter anderem dazu führte, dass er im Alter von 14 Jahren laut der Lokalpresse vor Ort, also etwas schwammige Quelle, 100 Kilometer mit dem Fahrrad zu seinem Internat gefahren sein soll. Er war halt begeisterter Fahrradfahrer schon von Kind an. Und da gab es einen Generalstreik in dem Jahr, als er da eingeschult wurde. Also mit 14 war es, glaube ich, seine 3. oder 4. Schule oder so. Und ist halt 100 Kilometer mit dem Fahrrad dahin gefahren und hat nur zwischendurch irgendwo in einem Pub gepennt. Das glaube ich nicht. Das klingt wie jede Geschichte von irgendeinem Vater oder von einer Mutter, die dann halt damals durch Schneestürme und Tornados laufen mussten, um zur Schule zu fahren. Mal 100 Kilometer jeden Tag mit dem Auto zur Arbeit. Nein, der ist ja einmal hin zum Internat. So. Der ist halt nicht jeden Tag gefahren. Ach so, okay. Das war ein Internat. Okay. Der ist ja einmal hingefahren. Trotzdem seinem ersten heftig. Tag. Okay, gut, das kann natürlich sein. Das ist möglich. Also ich meine, wir hatten letztens noch Besuch von Kate. Die an dem Tag 72 Kilometer hier hingefahren ist. Die Fahrräder damals waren halt auch speziell gut, ne? Absolut, deswegen hat er auch fast 2 Tage gebraucht. Naja, jedenfalls, keine Ahnung, ob es stimmt. Also Quelle, ja, gut, Lokalpresse, ne? Aber, und zu dem Zeitpunkt war er noch nicht berühmt, sondern da stand halt 14-Jähriger fährt 100 Kilometer mit dem Fahrrad. Kloppt doch. Ja. So, in besagter Sherborne School in Dorset stieß er auf seine Liebe zur Naturwissenschaft. Und auch direkt auf die ersten Probleme, weil wie die meisten etwas, ich sag mal, besseren Schulen zu der Zeit, waren Naturwissenschaften irrelevant. Das waren halt, die hatten Fokus auf Sprachen und Geisteswissenschaften und sowas. Okay.
was sogar dazu führte, dass er seine Abschlussprüfung immer und immer und immer wieder vergeigt hat, weil ihn den Scheiß nicht interessiert hat. Auf der anderen Seite ist er halt immer wieder damit aufgefallen, dass er halt viel zu schwere Matheaufgaben für sein Alter selbstständig gelöst hat. Also er hat sich selbstständig rausgesucht, selbstständig gelöst. Und zwar ohne die Funktionsweisen der Errechnung überhaupt zu kennen. Die hat er halt nie gelernt. Das hat das er sich alles halt selber beigebracht. Deluxe, Alter. Ja. Im Film ist es ja so, dass er Ärger kriegt, weil sie sich Briefchen hin und her schicken. Ja. Ich habe in einem Podcast über sein Leben habe ich gehört von einem Biografen, er hätte immer wieder Ärger gekriegt mit den Mathelehrern, weil er sich mit höherer Mathematik beschäftigt, genau, ja, und zu wenig mit den Grundlagen. Also er hat sich eigene Lösungswege zusammenklabüstert für irgendwelche mathematischen Probleme und die Lehrer waren sauer, dass er nicht ihren Lösungsweg nutzt. Ja, das ist heute noch so. Ja, genau. Du schreibst das Ergebnis hin, weil du irgendwas gemacht hast und dann sagen, nee, wo ist der Weg? Ja. Ich so, Digga, das Ergebnis ist doch richtig. Wir hatten eine Zeit lang eine Mathelehrerin, die war so scheiße, die hat immer gesagt, aber warum muss ich das nicht so machen? Warum kann ich das nicht so machen? Führt doch zum gleichen Ergebnis. Weil sich die Mathematiker darauf geeinigt haben. Super. What the fuck? Das heißt, nein, dass sie keine Mathematikerin ist. Ja, das habe ich auch immer gesagt. Habe ich auch mal laut gesagt, das gab furchtbar Ärger. Naja, wahrscheinlich noch Sport unterrichtet und Latein und noch 20 Bio andere Fächer. Bin mir gerade nicht ganz sicher. Religion, aber, ja, wahrscheinlich. Ja. Bei uns auf der Schule hat jeder Religion unterrichtet. Auch im Matheunterricht. Naja, jedenfalls, es gibt da noch so eine Geschichte, 1928, also mit 16 Jahren, ist überliefert, dass er auf Albert Einsteins Texte stieß und die ohne Hilfe seiner Lehrer nicht nur gelesen, sondern auch verstanden hat. Oh, und das ist krass. Ich habe keinen Schimmer, was das ist, aber das Bewegungsgesetz ist scheinbar irgend so ein Ding, selbstständig aus diesen Texten herausgelesen hat, obwohl es, wow, in den Texten nicht um dieses Bewegungsgesetz ging. Also er war mathematisches Wunderkind im Prinzip. Im Prinzip, ja. So, und wie gesagt, diese Fixierung auf Naturwissenschaften führten zu Problemen bei seinem Abschluss. Die Noten wurden immer beschissener, also wirklich richtig beschissen. Der ist teilweise auch durchgefallen und so. Und musste dann auf ein zweitklassisches College aus seiner Sicht. Und zwar zum King's College in Cambridge. Er wollte eigentlich zum Trinity College in Cambridge. Jetzt sitzen wir vier hier völlig verwirrt. Ich dachte, es gibt nur die Uni Cambridge. Ja, wusste ich auch nicht. Es gibt auch das Trinity, ja, College in Cambridge ist das Dicke und das King's College in Cambridge ist halt egal. Da ist er dann, hat er dann unter irgendwelchen großen Mathematikern gelernt und so, ne? Also da konnte er sich mal richtig ausleben. Und seinen Doktor machte er dann in Princeton, New Jersey. Witzigerweise gibt es eine Vorlesungsrekonstruktion, also so eine Vorlesung von Wittgenstein. So ein Typ, so ein Philosoph. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt, Ludwig Wittgenstein ist einfach Philosoph. Sagen wir mal, Philosoph, hatte viel mit Mathe zu tun und so. Und der hat damals eine Vorlesung gehalten in Cambridge zum Thema, dass die Mathematik ungenügend ist, um wirklich Wahrheiten auszudrücken. Und diese Vorlesung-Rekonstruktion beinhaltet eben auch ein wohl relativ heftiges Streitgespräch zwischen ihm und Turing. Wobei Turing ihn zur Sau gemacht hat, dass er das behauptet, weil Turing meint, mit Mathe kannst du jedes Problem lösen. Stimmt, du musst nur wissen, wie. Stimmt aber nicht. Ja. Fabs hat bestimmt nicht. Nee. Also es gab ja, Hilbert hat doch damals die großen Fragen der Mathematik aufgeworfen, die unbedingt gelöst werden müssen. Und eine Frage war, ist jedes Problem beschreibbar und lösbar? Mhm. Und Gödel hat dann gezeigt, nein. Gödel hat gezeigt, dass du egal... Also Gödel hat gezeigt, egal wie deine Sprache aussieht, du hast sozusagen ein Set von Beschreibungen, von Regeln, dann kannst du immer eine Frage konstruieren innerhalb dieses Sets von Regeln, die nicht beantwortbar ist. Und damit hat er die ganze Mathematik durcheinander gebracht damals. Hm. Gleichzeitig, wo auch die Mengentheorie bös auf die Fresse gekriegt hat, weil eine Menge sich nicht selber enthalten darf, was und so weiter. Hast du ein Beispiel, was wäre so eine Frage, die mathematisch nicht beschreibbar oder beweisbar ist? Jetzt wieder auswendig. Ein abgeschlossenes System kann nicht beweisen, dass es abgeschlossen ist. Irgendwie sowas. Also ein System können wir nachher googeln. Ich kriege gerade die Worte nicht mehr genau zusammen, wie es heißt. Aber du hast halt eine Definition, ein System, das ist abgeschlossen, blablabla, es hat besondere Regeln und es kann dann selber nicht beweisen, dass es exakt dieser Regel entspricht mit seinen, okay, eigenen Regeln. Das heißt, damit existiert eine Frage, die es selber nicht beantworten kann. Und damit, okay, das macht die Mathematik nicht sozusagen allmächtig, blöd ausgedrückt. Das ist ein Loch in der Mathematik, die einfach selber nicht funktioniert. Das heißt, die Mathematik kann nicht beweisen, dass sie selbst
nach funktioniert. Ja, anders. Du kannst in bestimmten Systemen nicht beweisen, dass die Systeme die Eigenschaften haben, die sie hat. Du brauchst dann wieder andere Beschreibungen dafür. Okay. Du kriegst immer eine Frage konstruiert, die nicht beweisbar ist. Es gibt so Sachen wie Abzählbarkeitsaxiom zum Beispiel. Das ist ein Streitgespräch in der Mathematik schon immer. Das ist nicht beweisbar, aber Mathematiker haben sich darauf geeinigt, dass es wahr ist, weil sonst kannst du an ein paar Stellen nicht weitermachen. Also es gibt tatsächlich in der Mathematik Glaubensfragen. Eins davon ist das Zornsche Lemma und anderes ist Abzählbarkeitsaxiom. Also blöd gesagt, du hast unendlich viele Mengen. Also stell's mir mal vor mit Säcken mit Kartoffeln drin. Stell dir vor, du hast unendlich viele Säcke, die beinhalten auch unendlich viele Säcke mit jeweils unendlich vielen Kartoffeln. Kann ich eine bestimmte Kartoffel rauspicken? Diese Frage ist nicht beantwortbar. Und das brauchst du aber, um zum Beispiel zu beweisen, dass unendlich dimensionale Vektorräume eine Basis haben und so eine Scheiße. Ist jetzt übertrieben, aber im Prinzip ist es eine Glaubensfrage an ein paar Stellen. Auch in der Mathematik. Was echt weh tut, Alter. Wenn ich dir beim Technobubble zuhöre, dann weiß ich, ich wähle Knast und nicht die Kastration. Eieieiei. So, während seiner Zeit in Cambridge schrieb er auch seine grundlegende Arbeit, wie ich so schön formuliert gefunden habe. Die wird auch im Film angesprochen, wo der General sagt, ich verstehe nicht mal den Titel. Die heißt tatsächlich im Englischen auch On Computable Numbers with Application on the Entscheidungsproblem. Mhm. Ich habe versucht, mir durchzulesen, worum es da geht. Ich habe nicht ein Wort verstanden. Also ich habe es wirklich nicht gereilt. Das müsst ihr leider selber nachgucken. Also On Computable Numbers with Application on the Entscheidungsproblem. Und dort beschrieb er unter anderem die theoretischen Grundlagen einer Rechenmaschine, die alles berechnen kann, wenn das mit Algorithmen berechenbar ist. Mhm. So, ne? Also so die theoretische Grundlage für Computer, wenn du so willst. Oder halt erstmal der Turing-Maschine. Also im Prinzip einen Computer, eine Rechenmaschine, der du jede mögliche Problemstellung geben kannst. Kommen wir nachher dazu oder soll ich jetzt raushauen? Hau gerne jetzt raus. Ja. Eine Turing-Maschine ist ein mathematisches Modell, das gibt es erstmal nicht in echt. Ne? Das ist ein mathematisches Modell. Und es ist eigentlich ganz billig, du hast ein Band, also wirklich, stell dir ein Band vor. Und da sind ganz viele Vierecke drauf gemalt und ich kann sozusagen an jeder Stelle was reinschreiben. Ein Buchstaben vom Alphabet, das definiert wird. Und am Schluss hat man einfach gesagt, 0 und 1 reicht. Also ich kann sagen, 0, 1 oder nichts kann ich da reinschreiben. Und das Band ist unendlich groß und ich kann es nach links, nach rechts verschieben und ich kann Einträge umschreiben, löschen, was auch immer. So, die Turing-Maschine hat im Prinzip jetzt nur eine Aufgabe. Sie startet an einer Stelle und mit einem Eingabewort. Das ist sozusagen der Input zum Algorithmus, ja? Also eine Turing-Maschine selbst ist im Prinzip ein Algorithmus. Das war eine frühe Definition vom Algorithmus. Du hast ein Eingabewort. Sagen wir mal, wir starten mit 1-1. So, als Startwort. Startwort. Hier ist der Start. Genau. Also sozusagen die Frage an den Algorithmus. Du hast einen Algorithmus, den gibst du eine Eingabe und du willst, dass was rauskommt. So, und die nennen das halt Wort, Startwort. Sagen wir mal, Startwort ist 1-1. Keine Ahnung, die Zahl 3 zum Beispiel binär. Und dann gibt es einen Algorithmus, der fängt an, der nimmt die erste Zahl. Wenn sie eine 1 ist, dann mache ich das. Dann gehe ich 1 nach rechts, nach links oder bleib, wo ich bin, kann löschen, kann blub. Und damit kannst du so ziemlich alles berechnen. Das ist ein Algorithmus. Wenn du dich da mal reindenkst, merkst du, okay, damit könnte ich theoretisch alles kodieren, berechnen. Ich kann damit alles bauen, was wir kennen. Und damit Turing hat es im Prinzip erschaffen, um die Frage der Berechenbarkeit zu stellen. Also, was kann man berechnen, was kann man rausfinden algorithmisch und was nicht? Und die Turing-Maschine ist sozusagen eine Definition von alles, was die Turing-Maschine kann, nennen wir mathematisch berechenbar. Und das ist ein Algorithmus. Korrigier mich, aber das ist ja im Prinzip die Grundlage für Computer, wie wir sie heute kennen. Fast. Vielleicht eher so wie die Wenn-Funktion bei einer Excel. Zum Beispiel, die ist auch eine Turing-Maschine. Jeder Algorithmus ist eine Turing-Maschine. Und eine universelle Turing-Maschine hat er definiert als eine Maschine, die ein Band entgegennehmen kann und dann und ein Set von Instruktionen und den Algorithmus ausführen kann. Und die universelle Turing-Maschine kann jede Turing-Maschine emulieren. Auf Deutsch, die universelle Turing-Maschine ist ein Computer. Richtig. Und der Algorithmus ist die Turing-Maschine selbst. Ich hoffe, ich greife jetzt nicht vor, aber eine universelle Turing-Maschine und ist im Prinzip ein Computer, bei dem Hardware und Software getrennt sind. Und damit hat er im Prinzip das Konzept des heutigen Computers erfunden, denn so funktionieren unsere Computer heute. So, ja, jein, soweit war das nicht gedacht. Lass mich kurz ausreden und korrigiere mich dann. So funktionieren ja unsere heutigen Computer. Du hast einen Computer, die Hardware,
die ganzen elektronischen Bauteile. Das ist die Hardware. Und da steckst du noch eine Software rein. Und indem du die Software veränderst, kann diese Maschine ganz unterschiedliche Probleme lösen. So, das ist die Idee dieser generellen Turing-Maschine. Universellen. Nicht ganz, die Turing-Maschine selber hat auch Software. Nämlich das Set von Instruktionen. Du hast eine Menge von Instruktionen. Ja, meine ich ja. Das ist die Software. Und du hast das Band. Da, der Speicher ist die Hardware. Ja. Da hat damals Der hat es ja selber weiterentwickelt, aber damals. Die Trennung hast du schon in der Turing-Maschine selber. Die universelle Turing-Maschine ist nur eine Maschine, die jede mögliche Turing-Maschine emulieren kann. Mhm. Das machen kann, was irgendeine Turing-Maschine kann. Auf Deutsch, damit hat er sich den Computer ausgedacht. Also, fast jede Programmiersprache, wir haben C, C++, Java und so Scheiße, die sind alle Turing-komplett, also vollständig nennt man das, Turing-vollständig. Das sind allgemeine Turing-Maschinen. Du kannst dem Ding einen Algorithmus programmieren, der macht's. Und der einzige Unterschied ist, dass eine Turing-Maschine ein unendlich großes Band hat, das leer ist. Und das heißt, dass du unendlich brutale, große Aufgaben erfüllen kannst. Und wir sagen halt, okay, unsere Maschinen sind trotzdem Turing komplett oder vollständig. Wir haben halt bloß nicht unendlichen Speicherplatz. Das ist der einzige kleine Unterschied. Eine Sache noch, dann höre ich auf, mein Halbwissen reinzuwerfen. Es gab ja schon früher Computer, Rechenmaschinen. Konrad Zuse zum Beispiel, deutscher Ingenieur, der gilt ja im Prinzip so als der Erfinder des Computers, der Rechenmaschine. Aber bei diesen Zuse-Computern, die hat er Mitte der 30er gebaut, war es so, dass diese Rechenmaschine nur eine ganz bestimmte Aufgabe erfüllen konnte. Richtig. Hier waren Hard- und Software miteinander verschmolzen. Und die geniale Idee Turings und praktisch die Grundlage von Computern, wie wir sie heute kennen, war, Hardware und Software zu trennen, sodass ich diese technische Rechenmaschine, wenn ich ihr eine andere Software gebe, plötzlich für einen ganz anderen Zweck benutzen kann. Ja. So funktionieren unsere Computer und Smartphones heute. Ja, könnte man so ausdrücken. Rein dein Smartphone haben, das du benutzt, das benutzt du zum WhatsApp-Schreiben und Pornos gucken. So, wie mehr, die meisten mehr Menschen. Mehr Pornos als WhatsApp. Rein theoretisch könnte ich da jetzt eine Software aufspielen, die verwendet wird, um in der Raumfahrt Orbits zu berechnen oder um die Enigma zu entschlüsseln. So, dafür wurde das Smartphone nicht gebaut. Dafür gibt es eine App. Aber ich könnte da diese App drauf spielen. Und das ist das Geniale und Revolutionäre, dass wir Turing zu verdanken haben. Die Trennung von Hardware und Software. Ja, du musst dir vorstellen, diese scheiß Turing-Bombe, die den ganzen Raum eingenommen hat, ist ein Algorithmus. Ja. Du hältst gerade was in der Hand, mit dem du jede Turing-Maschine, die deinen Speicherplatz nicht überschreitet, emulieren kannst. Ja. Das ist, wenn man eine Zeit zurückreisen könnte und ihm das zeigen könnte, der würde einen Herzinfarkt kriegen. Der würde wahrscheinlich weinen, weil es geklappt hat. Und weil wir es meistens eigentlich nur für Selfies nutzen. Ja, und das ist dann und Cat-Content. Er hat ja dieses Theorem weit vor dem Zweiten Weltkrieg, irgendwann 35 oder sowas veröffentlicht. Das heißt, er hat es nicht gemacht, um Enigma zu knacken. Das war eine theoretische Arbeit von ihm. Das hat er ja noch an der Uni gemacht. Diese Turing-Maschine war theoretisch, erst bei Enigma hat er wohl, wenn ich es richtig weiß, diesen Gedanken gefasst, dass man vielleicht einen kleinen Teil davon tatsächlich bauen könnte. Hat Sci-Fi-Tech-Vibes hier, mega geil. Tobi, zu welcher Zeit sind wir jetzt ungefähr in seiner Biografie? Wir sind jetzt kurz vorm Zweiten Weltkrieg. Okay. Hier wird's beschissen für alle Beteiligten und er wurde halt eben im Bletchley Park, dafür halt eben rekrutiert. Ja, Bletchley Park. Und er hat hier übrigens nicht nur die Enigma entschlüsselt, sondern auch die Lorenz-Schlüsselmaschine, was eine Alternative der Deutschen war zur Enigma. Also die hatten zwei Systeme parallel laufen. Zu diesem Campus auf Bletchley Park gibt es übrigens eine interessante Folge von unseren Podcast-Kollegen Geschichten aus der Geschichte. Das war echt ein ultra krasses Projekt, dieser Bletchley Park, auf so einem alten englischen Landsitz, der von der Regierung gekauft wurde und dann umgewandelt wurde in so einen, geheimdienstlichen Think Tank, wo am Ende tatsächlich tausende Menschen gearbeitet haben unter ultra krasser Geheimhaltung. Mehr dazu später. Ja. Das hat man aber auch im Film gesehen. Also die haben da halt ihre eigene Bars gehabt, ihre komplette eigene Infrastruktur. Ja. Was wirklich auch in Realität auch so war, ja. Okay, krass. Wir haben es vorhin schon mal erwähnt, aber ich will es nochmal erwähnen, weil das so krass ist. Bis in die 70er wurde das geheim gehalten. Niemand wusste, dass er ihnen den Arsch gerettet hat. Am Ende vom Film, mit ihnen meine ich alle, so am Ende von dem Film steht ja auch so, dass er irgendwie, dass Historiker schätzen, dass er irgendwie knapp 14 Millionen Leben gerettet hat, den Krieg um knapp 2 Jahre verkürzt hat. Das scheint wahr zu sein.
Also das habe ich auch einige Male gefunden außerhalb des Films. Also dieser Mann und sein Team, muss man dazu sagen, er hat es nicht alleine gemacht, haben ungefähr 14 Millionen Leben gerettet. Ja. Mit Mathe. Das sind Nationalhelden, ja. Kommt aber irgendwie in keinem richtigen Geschichtsbuch mit drin vor. Ja, heute schon. Heute schon, mittlerweile nicht. Ja. Ja, mittlerweile, aber, okay. Die Geheimhaltung in Bletchley Park, wie gesagt, später mehr dazu, die war so krass, dass erst in den 70ern durch ein Buch, das ein ehemaliger Mitarbeiter geschrieben hat, und da konnte die Regierung dann nicht mehr geheim halten, bis in die 70er rein war es komplett geheim gehalten vor der Weltöffentlichkeit, dass es diese Arbeiten in Bletchley Park gab und dass diese Enigma-Entschlüsselung im Zweiten Weltkrieg stattgefunden hat. Ja, also es wusste auch bis dahin niemand, dass überhaupt jemand Enigma geknackt hat. Ja. Das war nicht bekannt, bis in die 70er. Krass. Aber welchen Grund hat das denn? Hat das einfach damit zu tun, dass sie immer noch davon ausgegangen sind, dass in diesem Zeitraum, also bis zu den 70ern, halt eventuell noch ein Krieg ausbrechen kann, ja, wo das relevant sein, genau, wird. Ja, ja, ey, wir reden hier vom Kalten Krieg, ne? Ja, natürlich. Ja. Du zeigst das nicht, was du kannst. Ja, natürlich. Es aber gibt, wenn du sowas erfunden hast. Es gibt, ja, okay, heute, wenn die ganze Welt davon Wind mitkriegt, ja, dann würden die halt andere Kommunikationskanäle nutzen, genau, oder andere Codes, genau, oder so ähnliches. Und solange die sich sicher fühlen, benutzen die das weiter, was du knacken kannst. Ja, okay. Ja. Übrigens, viel wichtiger, ich habe keine Ahnung mehr, wem welches Glas gehört. Gell? Also, egal, mach rein da. Nur um das nochmal zu verdeutlichen, alles, was hier im Bletchley Park passiert ist, hier die Handlung des Films Imitation Game, die Entschlüsselung der Enigma und die Verkürzung des Zweiten Weltkriegs, ultra krasser Scheiß, mitunter Grund für eine Wende des Krieges. Ich meine, das wird ja auch im Film gesagt, unter anderem den D-Day, beeinflusst. Was heißt beeinflusst? Also grünes Licht dafür gegeben, sodass das funktioniert. Das wurde bis in die 70er komplett geheim gehalten. Aber der Gedanke, dass sie halt auch diesen Krieg, Entschuldigung, Fred, aber dass sie den ganzen Krieg halt durchgehend dann halt kontrolliert haben, also indirekt. Die wussten genau, wo was passiert, und haben halt einfach selber dann Menschen quasi geopfert, damit die selber noch die Oberhand behalten können. Da willst du nicht der sein, der die Infos hat. Das ist das, was ich vorhin gemeint habe. Das ist einfach krank. Ja. Als der Zweite Weltkrieg vorbei war, wurde Bletchley Park nicht abgebaut, aber alle Leute sind da wieder weg. Die Turing-Bomben, die Computer wurden alle zerstört und auch große Teile der Akten wurden zerstört. Heute gibt es da ein Museum, heute kann man da Nachbauten der Turing-Bombe dieser Rechenmaschine angucken. Das sind aber alles Nachbauten. Damals haben die alle Maschinen zerstört und die ganzen Mitarbeiter, inklusive Alan Turing, die haben an ultra krassen Sachen mitgearbeitet. Das waren Helden. Helden der Welt. Und niemand hat 14 Millionen Leben gerettet, abgesehen von denen. Die durften aber nach Ende dieser Operation niemandem was sagen. Und Turing hatte jahrelang dort gearbeitet und war, wie gesagt, ein Held, durfte aber niemandem was davon sagen und musste im Prinzip bei dem Zeitpunkt des Eintritts wieder anfangen. Er hatte in seinem Lebenslauf eine Lücke. Er durfte zukünftigen Arbeitgebern natürlich nicht sagen, dass er da war. Er hat offiziell für einen Radiobauer gearbeitet. So, nach Kriegsende hat er am National Physical Laboratory in Tennington gearbeitet. Irrelevant. Und wurde dann Lehrer an der Uni Manchester und stellvertretender Direktor der Computerabteilung, weil langsam wurden Computer weltweit interessant, noch nicht interessant genug für zu Hause, aber interessant. Und dort arbeitete er an einem der ersten echten Computer, wie wir sie heute kennen, mit dem Manchester Mark I. Der Manchester Mark I wurde von der Firma Ferranti in den Ferranti Mark I umentwickelt, und das war der zweite kommerziell vertriebene Computer der Geschichte. Der erste war der Zuse Z4. Genau, Konrad Zuse, deutscher Ingenieur, der hat die ersten Rechenmaschinen gebaut. Cool. Den hatten wir vorhin schon kurz erwähnt. Bei dem, da war es am Anfang ja noch so, dass Hardware und Software ganz klar zusammenhingen. Ja. Ich möchte zu Turing und seiner Zeit in Bletchley Park noch eins sagen, weil wir ja gesagt haben, dass wir auch über Fact versus Fiction sprechen. Im Film ist er ja ein mega arroganter Penner und es ist super schwierig, mit ihm zu arbeiten. Das ist nach allem, was man über ihn weiß, tatsächlich grob falsch. Turing fühlte sich wohl im familiären Umfeld mega unwohl und war da vielleicht ein bisschen so wie Benedict Cumberbatch in dem Film. Wenn Turing selbst aber mit anderen Mathematikern, mit Leuten, die sich für dieselben Sachen wie er interessierte, zusammen war, war er wohl sehr viel entspannter und lockerer
und umgänglicher und da fühlte er sich wohl. Also so wie bei Keira Knightley in dem Film. Genau, das hat man ja gemerkt, wie die dann zusammen, der hat sogar ein Sandwich gegessen. Also natürlich war er ein absoluter Übernerd. Tobi hat vorhin die Geschichte von ihm erzählt, dass er immer mit Gasmaske Fahrrad gefahren ist, weil er Heuschnupfen hatte und er ist wohl manchmal mit löcherigen Kleidung zum Job gegangen. Der hat und wohl wenn er mal sein sowohl zu Hause als auch bei der Arbeit seine Teetasse mit einem Fahrradschloss an der Heizung festgemacht, damit dort keiner klaut. Ja, und also wenn er, und es gibt auch noch über ihn die Geschichte, wenn er keinen Gürtel zur Hand hatte, dann hat er die Hose an seiner Krawatte festgebunden und sowas. Das ist clever. Er war ein schräger Typ, so, aber es war, wenn du mit ihm in seinem Fachgebiet unterwegs warst, wohl cool mit ihm zu arbeiten. Und im Film ist es ja so, dass er als kompletter Außenseiter gerade so im richtigen Moment in Bletchley Park zum Team dazukommt. Und in der Realität war es so, dass er da schon als super krasser Typ anerkannt, als Wunderkind anerkannt war und dass er jahrelang schon in Bletchley Park mit den Leuten zusammengearbeitet hat, bevor die diese Enigma-Scheiße entschlüsselt haben. Ja. Was noch viel krasser ist, also wie gesagt, ich habe wirklich nur 2 Sekunden gegoogelt, aber wenn ich es richtig verstanden habe, erstens in dem Film, wenn du den Film siehst, denkst du, es gibt diese eine Turing-Bombe, die er gebaut hat. Ja. In Wirklichkeit gab es über 200, es waren die gleichzeitig gearbeitet haben. Und damit haben die sozusagen durch geteilte Arbeit, haben die das entschlüsseln auf zum Teil 10 Minuten runtergedrückt. So, zweitens. 10 Minuten, das musst du dir mal wegtun. Wenn jeder einen anderen Teil bearbeitet, dann bist du... Ja, aber klar, das ist eine irre Arbeit. Ja, klar, Alter. Und zweitens, also wenn ich es richtig verstanden habe, hat er selber nie eine gebaut. Die erste Turing-Bombe wurde nicht von ihm gebaut, sondern von jemand anderem. Ich habe den Namen jetzt vergessen. Wenn ich es richtig verstanden habe, er ist nie da gehockt, hat die Drähte vertraten. Doch, anscheinend schon tatsächlich. Sicher? Also ich dachte, als ich den Film geguckt habe, auch, oh, das ist ja jetzt Fiction, dass er da selber mit dran rumschraubt. Er war wirklich ein Wunderkind, was das angeht. Er hat tatsächlich anscheinend... Aber als Erbauer der ersten Turing-Bombe stand jemand anders auf Wikipedia, okay? Ja, ich weiß nicht, ob es jetzt explizit bei der Turing-Bombe so war, aber er hat im Laufe seines Lebens mehrere Rechner entworfen und er hatte dieses Talent, dass er auf dem Papier von A bis Z solche Rechenmaschinen konzipiert hat, also auch die Ingenieursarbeit, und das perfekt funktionierte und auch selber an diesen Maschinen mitgebastelt hat. Okay. Und eine Sache noch zu Film versus Realität, die Beziehung zwischen Turing und dieser Joanne Clark, Keira Knightley, also diese Dame gab es, Joanne Clark, und die hat auch maßgeblich an dem Projekt mitgearbeitet. Und diese Beziehung ist im Film aber total überdramatisiert. Die waren wohl tatsächlich auch in der Realität kurz verlobt, haben das aber sehr schnell wieder aufgelöst und sind platonisch befreundet geblieben. Ein Turing-Biograf sagte über diese Beziehung im Film, dass die total überdramatisiert ist und dass die in der Realität deutlich weniger intensiv war. Okay. War mehr zwecksgebunden wahrscheinlich. Zweckgebunden. Ja. Klar, brauchst du für den Film natürlich eine persönliche Geschichte. Bevor wir zu 1952 kommen, das Letzte, was er so gemacht hat vor seinem Tod, war mathematische Probleme in der theoretischen Biologie zu lösen. Der hat da irgendwie ein Faible für entdeckt, der hat es 2 oder 3 Jahre oder so gemacht und da auch richtig spannenden Scheiß, den ich nur teilweise begriffen habe. Weil wir reden hier von mathematischen Problemen in der theoretischen Biologie. Ich glaube, es gibt 8 Leute auf diesem Planeten, die verstehen, was das überhaupt ist. Theoretische Biologie. Aber das... ich glaube, heutzutage versteht es jeder Biologe, was das ist. Ja, wahrscheinlich. Aber ihr wisst, was ich meine. Ja. Jedenfalls, was er da zum Beispiel gemacht hat, war die Berechnung für die Bildung von Strukturen, die in der Natur vorkommen, wie zum Beispiel Schneckenhäuser. Also wie sich Stoffe... wie miteinander reagieren müssen, um solche Strukturen wie ein Schneckenhaus zu entwickeln, und zwar alle gleich. Sondern dass eine bestimmte Schneckenrasse immer die gleichen Häuser haben. Ja, ja. So, das hat er berechnet. Biologie ist krank. Hast du, wenn du dir mal immer diese Erklärung anguckst, ja, dann geht die Zelle dahin und macht das und so.
Hast du mir jemals die Frage gestellt, wie bewegt sich die Scheißzelle überhaupt? Ja, fort? Klar, das ist Selbstorganisation. Das ist komplett irre. Der hat die Mathematik, also so wie ich es verstanden habe, hat er im Prinzip die mathematischen Grundprinzipien für biologische Selbstorganisation aufgezeigt. Also wie Tobi gerade gesagt hat, dass bestimmte Molekülketten sich so und so verhalten und dadurch entstehen solche Muster. Ja, keine Ahnung. Ist irgend so ein Quantenphysik-Scheiß. Ist irgend so ein Darauf Prost. 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 So, und jetzt prosten wir nochmal, bevor es wirklich ernst wird. Fabi, jetzt lass uns Schnaps. Eine Sache noch, du kommst Schnaps jetzt auf, das Bier wird alle jetzt langsam. 1952, ja, also in dem Jahr wäre er sogar 42 geworden. Arnold Murray, ein 17-jähriger Junge, zu dem Alan Turing eine wie auch immer geartete homosexuelle Beziehung geführt hat. Der war 19, der Junge. Und laut den Biografen ist es ein bisschen unsicher, ob der Typ Prostituierter war oder ob die tatsächlich eine Beziehung hatten oder beides. Das weiß man nicht so ganz genau. In Zeiten, weil es halt so verboten war, waren auf jeden Fall sehr viele prostituierte Männer unterwegs, halt, weil die einfach Angst hatten. Das war alles sehr hinter verschlossener Tür und die haben einfach damit dann halt ihre Sexualität auch ausleben können. Mhm. Und das war zu diesem Zeitpunkt halt einfach nicht anders möglich. Also wenn Prostitution nicht nur zu einer finanziellen, sondern auch zu einer emotionalen Notwendigkeit wird. Ne? Genau, komplett genau. Kaputt, ey. Ja, wie findest du in so einer Umgebung einen anderen Schwulen? Nochmal? Wie findest du in so einer Umgebung, wo es gefährlich ist, einen anderen Schwulen? Wann machst du den ersten Move, wo du sagst, hey, Bock, bisschen. Und dann kommst du auf einmal Knast, weil der dich verpetzt. Weißt du, ich meine, machst du das? Aber ich glaube, das ist ähnlich so wie das, vielleicht eine Vorform des Darknets. Irgendwann weißt du, wo du hin musst. Ja, genau. Also man muss halt nur lang genug danach graben und irgendwann findest du das. Also im Endeffekt, du hast einen Trieb, der halt auch irgendwo gestillt werden muss, aber du darfst es halt nicht. Und irgendwo gibt es eine Information, die du einfach nur suchen musst. Oh, super ignorante Frage. Wie machst du es heute? Klar, heute hast du keine großen Folgen, aber die meisten Männer, die du triffst, sind ja nicht schwul. So, wenn du jetzt einen geil findest, also angenommen, du wärst nicht verlobt, du findest einen geil, wie findest du raus, ob er schwul ist? Fragst du ihn einfach direkt oder wie machst du das so? Oder merkst du das oder? Das Gerücht des Schwulenradars, das gibt es halt nicht. Also natürlich, ganz ehrlich, ich habe so viel auch Frauen kennengelernt. Ich habe einen Schwulenradar und ich weiß es. Halt die Schnauze. Direktheit ist, glaube ich, einfach die einzige Lösung dazu. Also ich habe mich auch selber in meiner Vergangenheit mehrmals halt in Typen verliebt und habe dann gesagt, Digga, ich habe mich in dich verknallt. Und er so, ja, ich stehe nicht auf Männer. Ich so, ja, okay, dann lass einen saufen gehen. Ja, aber heutzutage, also bei mir war es halt jetzt zum Beispiel mit meinem Verlobten, wir haben uns einfach online kennengelernt. Also da war klar, was Phase ist. Ja, natürlich. Die Seite hieß Gay Romeo. Ja, kenne ich. Ich habe, glaube ich, ein Bild von dir mal gesehen. Ich muss auch Geld verdienen. Ey, Romeo war ein heterosexueller, verliebter Typ und gay heißt wörtlich übersetzt nur fröhlich. Ah, ja? Wie kannst du dann wissen, dass der schwul war? Die Bilder. Ich habe dir ein paar Bilder davon gezeigt. Ich habe es schon kennengelernt. Ja. Es ist nicht zu übersehen. Ja, also bei mir vielleicht, aber bei ihm nicht. Schon sieht das voll aus. Es gibt ja schon Leute, wo man sieht, okay. Ne? Bei dir, wenn ich dich normal kennenlernen würde, würde ich es wahrscheinlich nicht blicken. Nee, würde ich nicht. Ja, das nennt man hetero-like. Hetero-like? Oh. Ich sag immer, ist das eine Beleidigung? Ich sage immer, er ist der schlechteste Schwule, den ich kenne, aber dann kriege ich immer Ärger. Schwule sagt dann aber, ja, das stimmt. Nein, aber es ist ja nicht. Und schon, nein, das stimmt. Ja, aber das ist halt nicht richtig. Also es gibt keine schlechten Schwulen. Ja, ach ey. Ja, aber das ist ja, deswegen reg mich das doch auf, du Arschloch. Nicht so laut. Wir sind ja immer noch in Farbs Garten. Ja. Ich werde morgen hier verbrannt. Sollte herkommen, erkläre ich Ihnen das, Alter. Ich meine, der heutige Abend fing mit Sikal an und jetzt reden wir über Schwule. Ja, Sikal war ja noch in Ordnung, aber das glaube ich. Oh, scheiße, wenn ich auch verbrannt. Scheiße, oh, das guckst gleich irgendwo aus dem Fenster. Das gepusht. Ich hoffe, dass bald dunkel wird, dass ich nicht immer zum Pissen rein muss. So viel zu der Frage. Ich habe mal die Frage vorhin schon gestellt. Ja, genau. Da habe ich in deinen Garten pinkeln. Bald. Oh, bald. Das es geht nur um die Lichtmenge. Das fühlt sich gut an. Gut. Ja, Tobi, jetzt wird's tragisch, hast du schon geteased. Jetzt wird's tragisch. Also wie gesagt, Arnold Murray, dieser Dude hat mit einem Komplizen zusammen, oder beziehungsweise er hat einem Typen geholfen, bei Alan Turing einzubrechen. Also so emotional wird die Beziehung also nicht gewesen sein. Der schwule Stricher, mutmaßlich. Der Lover, sagen wir einfach der mal der Lover. Der mutmaßliche Lover hat irgendeinem Dritten dabei geholfen, bei Alan Turing einzubrechen. Genau.
Und dadurch gab es halt eben polizeiliche Ermittlungen, logischerweise. Das ist ähnlich wie im Film, also jetzt genaue Geschichten kenne ich dazu auch nicht, ob das so war wie im Film. Aber irgendwer hat es halt spitz gekriegt, dass er schwul war, ne? Weil er halt eben diesen Arnold Murray gefunden hat. Und daraufhin wurde er angeklagt, wegen, wie gesagt, grober Unzucht und sexueller Perversion. Krass. Und auch verurteilt. Er wurde verurteilt zu 2 Jahren Haft. Konnte diese Haftstrafe aber tatsächlich komplett loswerden, dadurch, dass er sich chemisch kastrieren lässt. Stimmt, wie gesagt, nicht ganz, also dass er sich gegen Homosexualität Prost. Behandeln lässt. Was eine Hat man es damals nicht chemische Kastration genannt? Das war Teil der Behandlung. Ach so. Ja. Wahrscheinlich war so Christ Bibelcamp oder so noch dabei gewesen. Ja. Also er, Turing übrigens, genau wie im Film, da wird es nur so am Rande erwähnt, das war in der Realität wohl vor Gericht auch so, der hatte kein, er sah seiner Aussage keinen Anlass, sich dagegen zu wehren. Weil er war ja nun mal homosexuell, er sollte sich dagegen wehren. Logiker halt. So, das Problem bei der Behandlung ist, die ging erstmal 1 Jahr lang, also das war jetzt nicht so ein Tablette schlucken und dann ist vorbei. 1 Jahr lang wurde der Typ mit Chemikalien oder beziehungsweise Medikamenten und vor allem Hormonen vollgepumpt. Und das Hauptproblem, was er wohl hatte, war nicht unbedingt die chemische Kastration, sondern die übermäßige Einnahme von Östrogenen. Damals war man, und ich habe das mal nachgeschaut, der festen Überzeugung, Östrogen mindert den Sexualtrieb, weil Frauen nicht so oft ficken wollen wie Männer. Das war die Grundlage dieser Überlegung. Krass. Es ist wirklich unglaublich. Wenn du es nicht besser weißt. Ja, wenn es nicht besser weißt. Ja, klar. Heute wissen wir, als Mann macht es sich einfach depressiv. Genau, als Mann macht es dich schwer depressiv. Richtig. So, und das ist halt eben das Problem. Das ist zum Beispiel bei so Transgender-Geschichten, wenn du eine Geschlechtsumwandlung machst, dann muss man dem auch entgegenwirken, gegen diese östrogen-ausgelöste Depression. Heute weiß man das. Okay. Damals halt nicht. Das ist auch der Grund, warum dir jeder Arsch sagt, das hört sich politisch an, aber es stimmt, dass Pumpen gegen Depression hilft, weil du nämlich deinen Körper mit Testosteron flutest. Genau. Was eine Menge andere Nebenwirkungen hat, aber es hat eben auch den Vorteil. Ich meine nicht, wenn du es dir spritzt, sondern wenn du einfach durch Sport dich mit Testosteron flutest. Ne? Das ganze Thema mit Hormonhaushalt ist mega, mega komplex. Ja. Aber was halt sicher ist, wenn man da Evolution, einfach... Evolution, Leute, wenn du da dran rumdokterst. Richtig, ja genau. Das sollte man einfach nicht machen. Genau, das Thema ist ultra komplex, aber wenn man da halt einfach stumpf mit einer Bombe reinfeuert und den Hormonhaushalt durcheinander bringt, ist es ultra gefährlich. Und das haben die halt damals gemacht. Ja. Diese ganze Östrogenbehandlung muss ihn komplett fertig gemacht haben. Und zwar nicht, weil er jetzt einen Brustansatz bekommen hat und deutlich weiblichere Konturen, was logisch ist, wenn du voll gepumpt wirst mit Östrogen. Das war ja auch nicht sinnvoll dosiert, was er da gekriegt hat. Sondern weil er halt krasser Sportler, der war Fahrradfahrer und Marathonläufer. Der ist mal Fünfter bei den Championships bei den Marathon-Championships in England geworden und so, ne? Das sehen wir auch im Film, ne? Dass er gerne läuft und Fahrrad fährt und so. Das war so sein Ding. Und das konnte er dann nicht mehr. Weil sein Körper nach und nach aufgegeben hat, weil er komplett überfordert war mit dieser Östrogenbombe. Zum Beispiel über seinen Brustansatz, der hat halt irgendwann wirklich Brüste bekommen, logischerweise. Darüber hat er wohl immer Witze gemacht. Das schien auch laut den Biografen nicht das größte Problem gewesen zu sein, sondern eher diese Einschränkungen und vor allem diese Nachfolgen auch der anderen Medikamenten. Die sehen wir ja in dem Film auch, ne? Dass er einen Tatterich gekriegt hat, dass der geistig nicht mehr ganz da war und so. Er ging dann auch nochmal in Therapie und das hat ihm wohl auch geholfen, weitestgehend. Aber im Alter von 42 Jahren ist er dann gestorben. Wie hat er sich umgebracht? Die allermeisten Biografen und auch der offizielle Befund der Polizei gehen davon aus, dass das Selbstmord war. Also es gibt wohl mega wenige Dokumente, die uns Auskunft über Turings Innenleben geben. Ja. Es gibt praktisch fast keine Dokumente, die überliefert sind, wo er mal persönlich von sich selbst das und hat man was damals ihm behandelt nicht gemacht. Es gab manche. Du, viele Leute haben Tagebuch geführt damals. Hat er nicht gemacht. Er hat Briefe geschrieben, weil er Logiker war, nur über seine Arbeit. Er war wohl Fan des Disney-Films Schneewittchen. Das wollte ich auch gerade erzählen. Mit dem vergifteten Apfel. Krass. Ja, das war kurz vor seinem Tod. Ja. Man hat neben seiner Leiche den Apfel gefunden. Ob es Selbstmord war oder ein Unfall, ist bis heute ungeklärt. War mir nicht klar. Die plausible Hypothese lautet Selbstmord. Wir wissen es aber nicht.
Und das Krasse ist, die Polizei damals hat es versäumt, den Apfel auf Gift zu untersuchen. Ja. Das heißt, wir wissen nicht gesichert, ob er durch das Essen des Apfels gestorben ist oder durch was anderes. Die haben gepennt einfach. So, Prost. Schnapsikus. Prost. Auf Alan Turing. Schnapserello. Auf Alan Turing. So. Boah, Alter, ey. Zurück zu Turings Nachleben. Ach, traumhaft. Also, was ist nach seinem Leben passiert? Erstmal relativ lange gar nichts. Also in den 70ern ist dann halt, wie gesagt, bekannt geworden, dass er, naja, einer der wahrscheinlich größten Kriegshelden aller Zeiten war. Juckte aber relativ wenig Leute. Und in den frühen 2000ern kam das erst. Das fing so 2001 bis 2003 an. Gab es Petitionen dafür, Alan Turing zu rehabilitieren. Also diese Verurteilung zurückzunehmen. 2009 gab es die erste Regierungserklärung dazu, und zwar vom damaligen Premierminister Gordon Brown. Er erklärte, und das möchte ich kurz vorlesen, weil ich das schön und auch schräg finde, dass es erst einfach so mega spät kam. Es ist keine Übertreibung, wenn man sagt, dass ohne seinen herausragenden Beitrag die Geschichte des Zweiten Weltkriegs hätte deutlich anders verlaufen können. Er ist tatsächlich eine der wenigen hervorzuhebenden Personen, deren einzigartiger Beitrag half, den Kriegsverlauf zu wenden. Die tiefe Dankbarkeit, die wir ihm schulden, macht es daher umso grauenhafter, dass er derart inhuman behandelt wurde. Im Namen der britischen Regierung und all derer, die dank Alans Arbeit in Freiheit leben, bin ich daher selbst sehr stolz zu sagen, es tut uns leid, sie hätten sehr viel Besseres verdient. Das sind tatsächlich schöne Worte, muss man sagen. Ja, auf jeden Fall. Ist jetzt nicht die krasseste Konsequenz aller Zeiten, aber es sind wirklich sehr schöne Worte von einem Regierungsoberhaupt. Man könnte sagen, zu spät, zu wenig, aber immerhin. Es sind mehrere, also seit 98, da fing das an, mehrere Statuen von ihm gebaut worden. An seinem Geburtshaus zum Beispiel wurde auch so eine English Heritage Blue Plaque angebracht. Die kennen wir alle aus so Filmen. Das sind diese blauen Kacheln, die an englische Häuserwände gepackt werden, wenn da irgendwer Wichtiges geboren ist. Der Turing Award, Farb kennt ihn vielleicht, gilt bis heute als der Nobelpreis der Informatik. So, das ist der Preis, den du kriegen willst, wenn du Informatiker bist. Das ist der Turing Award. Das ist schon ziemlich cool. 2014 wurde er in der Hall of Honor der NSA aufgenommen. Als Geheimdienstmitarbeiter von herausragendem Wert. Und zwar international, so, ne? Weil die Amis hatten ja nur indirekt mit seiner Arbeit zu tun. Und das fand ich sehr schön, 2021 gab es eine 50-Pfund-Note, also die gibt es auch immer noch, mit seinem Gesicht drauf. Und an dem Tag hat die Bank of England, dieses alteingesessene Kackhaus, statt dem Union Jack, also der englischen Flagge, eine Regenbogenflagge hochgezogen an dem Morgen. Und auf dem Schein, und deswegen meinte ich vorhin mal, da komme ich nachher noch zu, von wegen, ob er gewusst hätte, was er da treibt, steht ein Zitat von ihm. Und dieses Zitat ist: "This is only a foretaste of what is to come and only the shadow of what is going to be." That's Arndt. Das wäre eine geile Star Trek-Folge. Voll geil. Außersehen in die Vergangenheit reisen und ihm zeigen, was aus Computern geworden ist. Oh ja, Mann. Das wäre eine Star Trek-Folge. Liebe Strange New Worlds Mitarbeiter, wenn ihr nochmal eine Zeitreisenummer macht, schickt ihn bitte zu Alan Turing und nicht zu, wie heißt der Typ nochmal, wer war das bei TNG, irgendein Autor, so ein versoffener amerikanischer Autor. Ja, Mark Twain, das Mark war auch, Twain. Auch eine geile Folge. Das war geil, aber Turing würde ich geiler finden. Ja, das Letzte, was ich mir noch aufgeschrieben habe, ist, kennt ihr das Erasmus-Programm? Ja. Dieses Austauschprogramm. Nach dem Brexit durfte das offiziell natürlich oder konnte das nicht mehr Erasmus-Programm heißen, weil es ein europäisches internes Austauschprogramm ist für Schüler und Schülerinnen. Und deswegen haben sie es nach Alan Turing benannt. Schön. Turing-Programm? Ja, das Turing-Programm oder Alan Turing-Programm heißt das jetzt, wenn du Austauschschüler oder Schülerinnen nach England schickst. Mhm, klasse. Ja. Finde ich schön. Finde ich gut. Ja, das ist richtig gut. Schön. Bringt dem nichts mehr, aber wenigstens haben sie sich selber die Art der Anerkennung ist auf jeden Fall, das ist es halt wert. So, mittlerweile wissen wir, was er geleistet hat, wer er war, wie wichtig er war. Und diese Rehabilitation auf so vielen Ebenen,
entschuldigt natürlich nicht, was ihm Zeit seines Lebens passiert ist. Weil er es nicht mitkriegt. Aber es ist ein schönes Zeichen für Leute, die gerne in der Wissenschaft arbeiten und schwul sind. Ja. Schnäpsle auf Alan Turing. Auf die Turing-Maschine, und damit meine ich Alan. Auf den Turing-Test gehe ich nur ganz kurz ein, bevor wir zum nächsten Thema kommen, weil den haben wir in unserer Folge Roboter und AI schon besprochen. Turing hat einen Test entwickelt, um zu testen, ob eine Maschine intelligent ist. Und der Turing-Test sieht so aus: Eine Person unterhält sich, hat einen Dialog mit einer realen Person, und dann gibt es noch eine Person, die einen Dialog mit einer Maschine hält, im Chatverlauf. So. Und dann gibt es einen Beobachter von außen, der diese beiden Dialoge betrachtet. Und wenn diese Person, dieser Beobachter von außen, nicht unterscheiden kann, welcher dieser beiden Dialoge mit einer Maschine geführt wurde, dann ist der Turing-Test bestanden. Dieser Test, Turing war eine absolut geniale Person, dieser Turing-Test wird heute aber stark kritisiert, denn in einem Turing-Test muss eine KI nicht wirklich Intelligenz beweisen, sondern sie muss nur Intelligenz vortäuschen. Es gibt bis heute ein paar Chatbots, die in Turing-Tests sehr gute Ergebnisse erreicht haben. Der Turing-Test wurde aber bis heute nie komplett bestanden. Aber der Turing-Test ist, wie gesagt, etwas aus einer alten Ära. Heute suchen wir nach neuen Methoden, um wirklich intelligente KIs zu finden. Aber es also spricht trotzdem... Also müssen eigentlich das Grundprinzip weiterentwickeln. Genau. Aber spricht trotzdem für die Theorien, die Turing über das Thema Computer entwickellthat, AI das Ding komplett bestanden allein hat. Allein die Tatsache, dass er diesen Gedanken hatte. Ja, zu einer Zeit, wo Computer noch nicht existiert. Wie weit er das vorausgedacht hat. Ja, dass er schon versucht hat, einen Test dafür zu... Es gibt einen Chatbot, der den Turing-Test fast bestanden hätte, aber dann in einem Dialog, wo es um einen englischen Fußballverein ging, abgekackt hat. Aber das ist ein anderes Thema. Also ChatGPT ist, glaube ich, kurz davor. Ja. Ganz kurz davor. Leute, okay. Es ist jetzt kurz vor 23 Uhr. Die Sonne ist mittlerweile untergegangen. Es ist dunkel hier im Garten. Wir sitzen hier am Gartentisch im kalten Schein der Gartenlichter. Und jetzt kommt der Tech Talk. So, jetzt wird's spannend. Okay. Denn wir sprechen jetzt über den Antagonisten des Films. So. Der Gegenspieler im Film ist ja die Chiffrierung der Enigma-Maschine. In der Folge 184 bei den Kack- und Sachgeschichten, das Code, haben wir sie kurz erwähnt. Im Zweiten Weltkrieg gab es eine Chiffriermaschine namens Enigma. Das kommt aus dem Griechischen und heißt so viel wie Rätsel, das Wort. Und diese Maschine war und ist bis heute legendär, weil sie eine für die damalige Zeit geniale und sehr sichere Verschlüsselungsmethode bot. Kurze Hemm? Eine kleine Frage. Ja. Funktioniert die heute immer noch? Na klar, funktioniert die heute immer noch, aber heute wissen wir, wie wir sie knackt. Okay. Kurze Backstory zur Enigma-Maschine. Jetzt fühle ich mich dumm. Erfunden und patentiert wurde die Enigma tatsächlich bereits während des Ersten Weltkriegs von einem deutschen Ingenieur. Und die wurde zunächst auf dem zivilen Markt angeboten und zielte auf Unternehmer, um, wie soll ich sagen, Geschäftsunterlagen zu verschlüsseln. So. An Unternehmer A schickt Unternehmer B einen Brief, und den darf niemand sonst lesen. Diese Maschine war zum damaligen Zeitpunkt kein Erfolg. Niemand wollte sie haben. Sie war zu teuer, zu aufwendig, und die Unternehmer hatten wohl nicht den Need, das so krass zu verschlüsseln. Keiner wollte sie haben, oder wenige. Doch das Militär wurde darauf aufmerksam und kaufte das Gerät und sorgte dafür, dass die Enigma vom zivilen Markt komplett verschwand. Großflächig kam die Enigma dann im Zweiten Weltkrieg zum Einsatz durch die Deutschen. Darf ich mal kurz dazwischen funken? Schrägerweise, also weil das Gerät war, wie gesagt, unerfolgreich, aber das Militär ist aufmerksam geworden auf das Gerät bei einer Messe.
für technische Geräte. Hä? Warum nicht? Ja, weil, also es ist jetzt nicht so, jemand hat rausgefunden, da hat jemand was krasses gebaut, sondern es war einfach eine fucking Messtobi, wo jeder sehen konnte. Das Ding war ein ziviles Gerät. Aber es wirkt so schräg, also einer der größten Geheimnisse, die die Nazis hatten, war einfach, haben sie auf einer Messe entdeckt. Und die Enigma war besonders wichtig während des Zweiten Weltkriegs für die Deutschen auf See. Ja, für die Seekommunikation, besonders bei U-Booten. Stichwort Wolfsrudeltaktik. Hatten wir in das Code, in die Folge das Code. Also die Deutschen haben ja, waren ja, wie soll ich sagen, top-notch in der U-Boot-Kriegsführung. Und Kommunikation war ein mega wichtiger kriegsentscheidender Faktor. Die Wolfsrudeltaktik bei den U-Booten sah ja so aus: Ein deutsches U-Boot macht einen alliierten Konvoi aus, bleibt aber verdeckt, funkt den anderen U-Booten, hey, hier ist alliierter Konvoi X, kommt mal hierher, wir greifen die gemeinsam an. Und das erforderte eine präzise Absprechung, eine präzise Kommunikation. Dafür brauchtest du eine Verschlüsselung. Das ging nicht mit Morsezeichen und sowas, ne? Das war einfach das so ging komplex. Mit, kann, das kann ging ja jeder mit lesen. Doch, doch. Kann jeder lesen. Es ging mit Morsezeichen. Damals hast du mit Morse gefunkt, aber das hat jeder abhören können, ne? Wenn du halt rausfunkst auf den Atlantik oder auf die Nordsee, kann es jeder mithören, der einen Empfänger hat. Also ja. Das, was du morst, musst du verschlüsseln. Ja, ja, okay. Und okay, deswegen okay, ja, die Enigma-Maschine. Funken, ja, verstehe, Funken funktioniert ja im Prinzip so, als ob du dich auf den Marktplatz stellst und laut schreist. Und jeder, der Ohren hat, kann das hören. Ja, wenn du versehentlich einen hart ablässt, kriegt es jeder mit und weiß ganz genau, woher der Geruch kommt. Richtig. Und um diese Kommunikation zu verschlüsseln, musste man die chiffrieren. So. Was ist eine Chiffriermaschine? Eine Chiffriermaschine ist ein Gerät, das Informationen, normalerweise Text, verschlüsselt. Ich weiß nicht, Fab, hattest du Chiffrierung, Verschlüsselung bei dir im Mathestudium? Ja, Kryptographie hatte ich mal kurz. Hattet ihr? Ja, kurz halt. Paar Einführungen. Als Nebending halt. Ja. Also du hast ein Gerät, das Informationen verschlüsselt und das funktioniert ganz, ich bring's jetzt mal wirklich dulli-mäßig rüber, das funktioniert so. Du hast einen Klartext als Input. Ich schreibe alliierter Konvoi XY um 4 Uhr bei Koordinaten so und so angreifen. So. Und da kommt dann ein chiffrierter Text raus, Kauderwelsch, und der Empfänger empfängt den und kann mit einem bestimmten Code, mit einem Schlüssel, diesen chiffrierten Text wieder in Klartext zurückverwandeln. So, diesen Text nennt man die Chiffre. Übrigens, der Unterschied zwischen Chiffrieren und Codieren, kannst du das darbieten, was ja, das ist? Also die Chiffre ist der eigentliche Text, der Kauderwelsch, und der Code ist der Schlüssel, den du brauchst, um das wieder zurück in Klartext zu verwandeln. Chiffre ist der Fließtext, die Information, und der Code ist der Schlüssel, um das zurück zu verwandeln. Als einfaches Beispiel, wenn Hebben und ich jetzt eine Geheimsprache oder eine Geheimchiffre hätten, um solche Dinge zu... Wie es auch manche Zwillinge jetzt tatsächlich nutzen und dann einfach nur selber... Ja, das stimmt. Aber so als ganz einfaches Beispiel, ich schreibe Hebben einen Brief und Hebben kennt den Code. Der Code ist nämlich, nur jedes zweite Wort zählt. Ja. So, dann heißt, ich kann einen absoluten Kauderwelsch-Text schreiben. Hebben kann ihn aber lesen, weil er weiß, dass nur jedes zweite Wort relevant ist. Richtig. Das ist so eine der einfachsten Varianten. Ja. Ja, die einfachste Variante ist ja die Cäsar-Kodierung, also aus A wird B, aus B wird C und so. Richtig. Ja, dann kommt nur Müll halt raus, halt aber immer, du weißt, immer, das ist immer egal, was das haben die, genau. Und das hat Schlüssel, eine lange Tradition. Der Schlüssel ist das Wissen, wie du es wieder rückgängig machst. Genau. Das ist die, das hat eine lange Tradition. Die Römer haben Text chiffriert mit einer ganz billigen Art. Das hat Fab gerade erzählt, die haben einfach Buchstaben verschoben. Du hast jeden Buchstaben im Alphabet um 2, 3, 4 Buchstaben verschoben. Also aus A wurde C, aus B wurde D. Das haben die Römer gemacht. Mega easy, konntest du sofort dekodieren, dechiffrieren, wenn du diese Informationen hattest. Und wenn du das zu dem Zeitpunkt das Alphabet kanntest. Aber auch eine Sache, die aber auch heutzutage noch immer funktioniert. Das ist ja das Schöne daran. Ja, aber es ist leicht zu entschlüsseln mit Computer. Nee, okay, aber es liegt aber daran, welchen Schlüssel du verwendest. Richtig. Ja, genau, aber da sind wir halt eben, also
wenn wir das kurz ausführen. Ich weiß nicht, ob ich was da bist, da bist du ja, also zum Beispiel in den 40ern, ne, da hatten wir es halt eben auch, das kommt auch im Film vor, dass du einen Schlüsselsatz, in dem Fall war es ein Satz aus der Bibel, nimmst. Nee, das war doch das Wetter und sie keil. Nee, das war bei der Enigma. Das kommt noch. Bei diesem Spion für die Russen, dass der, oder für die Sowjets, dass der einen Satz aus der Bibel genommen hat zum Dekodieren, dann weißt du, an welcher Stelle welcher Buchstabe steht und dementsprechend kannst du das dekodieren. Und das kannst du brute force, weil es gibt 26 Buchstaben. Aber ohne Scheiß, wenn ich das selber entwickeln würde, würde ja niemals draufkommen, weil ich einen Anime nehme oder so. Wir zwei würden mit so einem Codesatz aus der Bibel nichts anfangen. Nee, der Unterschied aber ist... Bibel bin ich raus. Aber, ich meine, selbst wenn du den kennen würdest, könntest du damit nichts anfangen. Der Unterschied zu Enigma, wenn ich es kurz erklären darf. Das checken wir nicht, aber kluge Leute checken das sofort. Der Unterschied zu Enigma ist, du hast 50 Mal A gedrückt, A, und es kam raus, Z, B, K, pff. Das ist der Witz, dass die Cäsar-Verschlüsselung ist, jeder Buchstabe hat einen exakten anderen Buchstaben, worauf er mappt. Ja, okay, das ist easy. So, das ist easy. Aber was Enigma gemacht hat, ist, dass es einen zeitlichen Unterschied gab. Das heißt, es gab, je nachdem, in der wievielte Buchstabe in dem Satz es war, kam was komplett anderes raus. Also ich gebe bei Wikipedia... Das macht so viel kränker. Ja, aber das war ja der eine Satz, ich will dir nichts sagen. Der, pass auf, ein Beispiel. Pass auf. Ich erkläre euch jetzt, wie die Enigma funktioniert. Geil. Okay? Freue ich mich drauf. Ich lüfte jetzt das Geheimnis. Oh, schön. Was beim Dekodieren kaum hilft. Die Enigma ist ultra legendär. Die Enigma war für ihre damalige Zeit genial. Sie sah aus wie eine Schreibmaschine, ungefähr, und hatte auch so die Ausmaße. Sah aus wie eine Schreibmaschine mit 26 Tasten für die Buchstaben des Alphabets. Ist aber deutlich schwerer, das Ding hat fast 12 Kilo gewogen. Und über der Tastatur waren nochmal 26 Lampen mit Buchstaben drauf. So, und du hast jetzt in diese Tastatur deinen Text eingegeben. Hallo Farb. Und die Lampen oben leuchteten dann beim Tippen jedes Buchstaben auf mit dem chiffrierten Text. So, da kam dann Kauderwelsch raus und den habe ich jetzt Farb geschickt, diesen Kauderwelsch. Und Farb hat diesen Text dann bei seiner Enigma in die Tastatur wieder eingegeben und da leuchteten dann die Lampen und bekam dann dadurch den Klartext wieder raus. Soweit so klar, okay? Ja. So, wie funktionierte bei der Enigma die Chiffrierung? Die Enigma war eine sogenannte Rotor-Chiffriermaschine. Das heißt, die hatte mehrere Walzen, die durch Drehung den Text umwandelten. Die wandelten den Klartext in chiffrierten Text um. Und es gab mehrere Varianten und Modelle und Unterschiede. Meistens funktionierte das aber so bei den späteren Versionen. Du hast 5 Walzen und von denen legst du 3 in die Enigma ein. Daraus ergeben sich bereits 60 mögliche Walzenkonfigurationen. Und du musst wissen, welche Walze du in welcher Anfangsstellung da in diese Schreibmaschine reinlegst. Jede Walze hatte 26 elektrische Kontakte. Also es gab pro Walze 26 mögliche Anfangsstellungen. Das Fiese an der Enigma war, die Walzen drehten sich während des Tippens weiter. Also wenn du dreimal E eintippst, kommt dreimal ein anderer chiffrierter Buchstabe raus. So, du musst die genaue Anfangseinstellung der 3 Walzen kennen, um das Ding korrekt zu dechiffrieren. Das hat es halt ohne Computer praktisch unknackbar gemacht. Vorausgesetzt, du weißt, welche Walzen du brauchst, ergeben sich bereits 26 hoch 3, also über 17.000 mögliche Walzenstellungen. Okay? Zusätzlich gibt es an der Vorderseite der Enigma ein Steckerbrett,
mit 26 Kontakten, wieder für jeden Buchstaben des Alphabets, die du in einer gewissen Weise miteinander verbinden musst. Am Anfang des Krieges haben die Deutschen da nur 5 Verbindungskabel benutzt, später dann bis zu 10. Bei 10 Verbindungen gibt es über 150 Billionen Möglichkeiten, dieses Steckerbrett zu konfigurieren. Nur wenn du alle Walzenstellungen und alle Steckerverbindungen genau einstellst, bekommst du aus dem chiffrierten Text den Klartext zurück. Und insgesamt, also ich mache das hier wirklich sehr vereinfacht, insgesamt ergeben sich so rund 10 hoch 23 Möglichkeiten. Das sind 100 Trilliarden mögliche Anfangskonfigurationen dieser Enigma. Und nur wenn du die exakt richtige kennst, bekommst du am Ende den korrekten chiffrierten, dechiffrierten Text raus. Das entspricht übrigens im digitalen Zeitalter einer 47-Bit-Verschlüsselung. Da haben wir heute krasseres in der digitalen Ära, aber das war für die damalige Zeit mit mechanischen und elektrischen Möglichkeiten ultra krass. Die hatten halt keinen PC, der es ausrechnen kann. Genau, ja, Alan Turing hat ihn ja gebaut. Und also, grob gesagt. Hinzu kam das Problem, die Deutschen wechselten jeden Tag den Code. Als deutscher Soldat hattest du ein Codebuch, das dir jeden Tag den neuen Enigma-Code vorgab. Also in diesem Codebuch stand dann Walzen 1, 3, 5, Anfangsstellung A, C, U. Und dann hast du noch die Informationen für das Steckerbrett bekommen, also Stecke A zu U, Stecke Z zu X, Stecke Q zu A und so weiter. Ja? In den Filmen war es aber immer so ein Zweifachstecker irgendwie. Ja, ja, genau. Ja, genau. Du steckst A zu U. Ach so, das war die Verbindung. So. Ja. Was aber interessant ist, dass dieses Buch wohl nie rausgekommen ist. Pass auf, kommen wir noch dazu. Zusätzlich zu dieser Verschlüsselung hatten die unterschiedlichen Militärabteilungen in der deutschen Wehrmacht und der Marine und so weiter auch unterschiedliche Enigma-Codebücher. Du hast als deutscher Soldat ein Buch gehabt und da hast du jeden Tag eine andere Konfiguration für die Enigma bekommen. Und an die Enigma-Maschinen und an die Codebücher zu kommen, war mega schwierig. Denn die deutschen Soldaten hatten die Order, auch nur bei der geringsten Gefahr der Inhaftierung, diese Sachen zu zerstören. Sowohl die Enigma-Maschine als auch das Buch. Und das war wirklich, das haben die denen indoktriniert, dass sobald auch nur die geringste Gefahr besteht, wir werden vielleicht gefangen genommen, gehst du zu diesem Gerät und machst es kaputt und vernichtest diese Codebücher. Mein eigenes Leben ist nichts wert, Hauptsache die Maschine ist richtig. Okay. Trotzdem schafften es die Briten, mindestens zweimal, soweit dokumentiert, aus deutschen U-Booten Enigma-Maschinen zu erbeuten. Es gibt übrigens auch einen Film über die Erbeutung einer dieser Maschinen, U-571, Mission im Atlantik. Das haben die, glaube ich, auch im Film gesagt, cool, oder? Das ist cool. Also, ja. Im Film haben die auch, glaube ich, gesagt, die haben genau 2 Maschinen, oder? Ja. Aber die Briten hatten die Enigma-Maschine. Und die aber haben nicht die Bücher. Und die haben die analysiert as fuck. Die haben die Enigma-Maschine analysiert as fuck. Und sie wussten genau, wie die Enigma-Maschine funktioniert. Ja, und es gelang ihnen, ich weiß jetzt nicht genau wie oft, aber es gelang ihnen auch Codebücher von den Deutschen zu entwenden. Aber selbst wenn du die Maschine und die Codebücher bekommst, ist das nur ein sehr kurzfristiger Erfolg. Denn wenn die Deutschen spitz kriegen, dass das passiert ist, dass jemand gefangen genommen wurde, haben die Codebücher geändert. Und selbst wenn du ein korrektes Codebuch bekommen hast und selbst wenn die Deutschen das nicht gecheckt haben, war das ein sehr kurzfristiger Erfolg, denn kurze Zeit später gab es schon wieder neue Codebücher. So. Das war ja auch das, was sie in den Filmen immer mit diesem großen Signal dann präsentiert haben. Okay, jetzt das war dieses 12 Uhr, ab jetzt ist ein neuer Code. Genau. 12 Uhr waren die letzten Funkmeldungen und ab 6 Uhr ging es wieder los mit Funken und um 6 Uhr gab es da neue Codes. Aber weißt du, das ist ja der Gag an einer guten Kryptografie. Du kannst den Algorithmus kennen. Du kannst wissen, wie genau
die Kryptografie funktioniert und du hast trotzdem keine Chance rauszufinden, was ich schreibe. Du hast den Schlüssel weil nicht. Weil du den Schlüssel nicht hast. Ja. Das ist der Gag an der Kryptografie. Ja, genau. Und jetzt kommt ja der große Gag, also denke ich mal, dass Fred jetzt darauf eingeht, was der Film auch gesagt hat, ist hier, Alan Turing hat ja gesagt, er hat keine Ahnung von Linguistik. Das Einzige, was du über Linguistik wissen müsst, ist Heil Hitler. Die Briten lernten aus dieser Maschine und es gelang ihnen letztendlich, den Enigma-Code zu knacken durch die Arbeit der Rechenmaschinen in Bletchley Park. So, wie gelang die Entschlüsselung konkret? Die Enigma hatte zwei kryptografische Schwächen, wie wir heute wissen und die damals auch. Erstens, das Schlüsselverfahren war involutorisch. Das heißt so viel wie selbstinvers, also in sich selbst umgekehrt. 1:1 übersetzbar. Wenn bei einer bestimmten Stellung... P ist nie P. Nee, warte, das kommt noch. Nee. Ach so. Wenn bei einer bestimmten Stellung ein U ein X verschlüsselt, dann wird auch ein X in ein U verschlüsselt. Ja. Ach so. Du kannst die Funktion umkehren. Das hatte technische Gründe. Ich will nicht im Detail drauf eingehen, das kommt es gab noch eine Walze, die das Signal zurückgeschickt hat. Du musstest ja auch wieder rückverschlüsseln können. Das hatte technische Gründe. Dadurch konnte man mit vergleichsweise wenig Walzen eine enorm hohe Menge an möglichen Kombinationen erreichen. Am Anfang des Krieges dachten die, das wäre ein technischer Vorteil. Es stellte sich später aber als Schwäche raus. Und die zweite Schwäche war, ein Buchstabe wurde niemals als sich selbst verschlüsselt. Wenn du den Buchstaben U verschlüsselt hast, kam nie ein U raus. Und das klingt für uns als Laien jetzt banal, aber das sorgte für eine drastische Reduzierung der zur Verschlüsselung verfügbaren Alphabete. Das eliminiert so unfassbar viele Möglichkeiten. Ja, und diese beiden Schwächen machten die Enigma kryptoanalytisch angreifbar. Und wie sich herausstellte, gab es noch eine weitere Schwäche und die wird hier im Film thematisiert. Die Anwendung durch die Deutschen hatte eine massive Schwäche bzw. Fehler. Erstens, die deutschen Soldaten verschlüsselten einfach viel zu viel. Die haben jeden Scheiß verschlüsselt. Die haben teilweise auch total banale Nachrichten wie persönliche Grußworte oder Wetterberichte verschlüsselt. Die haben einfach alles verschlüsselt. Nicht nur mega wichtige, vitale militärische Infos, sondern auch, hey, guten Tag, wie geht's? Haben die auch verschlüsselt. Also quasi so durch viel zu oft angewandte Sachen her man dann halt einfach herausfinden können. Und Bullshit. Der zweite Fehler war, es gab bestimmte Worte, die immer wieder an derselben Stelle von Nachrichten auftauchten. Wie im Film. Das ist der Tod. Das ist der, Tod. Das war ein massiver Fehler. Die erste Nachricht an jedem Tag war der Wetterbericht. Und das fiel dem britischen Geheimdienst irgendwann auch auf. Ja, weil wie gesagt, ein paar Mal gelang es, Codebücher zu klauen. Und die hatten natürlich auch krasse geheimdienstliche Informationen und haben auch von irgendwelchen Agenten auf der anderen Seite mitgekriegt, was gefunkt wurde. Ja. Und der erste Funkspruch an jedem Tag war ein Wetterbericht. Und das fiel dem britischen Geheimdienst auf und das brachte den Durchbruch. Turings Rechenmaschine wurde, als die das gecheckt haben, so eingestellt, dass sie nach konkreten, bestimmten Wörtern Ausschau gehalten hat. Und die haben das dann so gemacht, dass die, ich bin kein ITler, das ist für mich Magie, aber die haben es damals so gemacht, dass die diese Rechenmaschinen so eingestellt haben, dass sie nicht mehr den kompletten Text durchsucht haben, sondern nur die ersten paar Worte. Und wenn beim Durchprobieren dieser ersten paar Worte das Wort Wetter zum Beispiel rauskam, stoppte diese Maschine. Und dann hat man sich diese Möglichkeit angeguckt, ob das dann den Klartext rausbringt. Das bedeutet, diese Maschinen haben genau gewusst, nach was sie suchen müssen. Und so schafften es die Damen und Herren von Bletchley Park dann letztendlich den Code zu knacken. Ist das mit dem Heil Hitler ein Hoax vom Film? Also oder? Das mit dem Heil Hitler wird im Film gesagt. Ich habe tatsächlich in meinen Recherchen
über die Enigma nie was von Heil Hitler gehört, sondern da ging es massiv immer um diese Wetterberichte. Das Problem mit Heil Hitler ist, dass es am Schluss ist und dass du ja das Problem hast, dass jedes Mal, wenn du was eintippst, sich die Konfiguration ändert. Nee, das ist mir schon klar. Nee, aber ich meine, ob das Heil Hitler wirklich benutzt wurde. Nee, ich sage, das Problem mit Heil Hitler ist, dass es am Schluss kommt. Nein, die Frage ist, wurde das wirklich am Schluss geschrieben? Ich versuche es gerade zu beantworten. Ach so. Du willst nicht den Schluss der Nachricht kennen, weil da kommst du gar nicht hin. Sondern du musst so viele Walzen, Iterationen erraten, um dorthin zu kommen. Du willst den Anfang kennen. Wenn Anfang, wenn du schon das Weh findest. Ach so, von du meinst, das Heil Hitler wäre egal. Ja, weil es zu spät kommt. Ja. Du findest das Weh und kannst darauf aufbauen. So, und jetzt findet dein Algorithmus Wetterbericht und stoppt. Dann nimmst du den Algorithmus und wendest ihn auf den Rest der Nachricht an. Kommt nur Müll raus, okay? Dann lässt du ihn weiterrennen, bis er das nächste Mal zu einer Waltenstellung kommt, die auch Wetterbericht rausbringt. Es gibt trotzdem noch tausende Walzenstellungen, die Wetterberichte am Anfang rausbringen, der Rest aber Müll ist. Und es wird so lange durchiteriert, bis es Klartext ist. Verstehst du? Ja. Du hast halt dann nur noch tausend. Aber genau. Es sind halt nur noch ein paar tausend, nicht mehr Milliarden. Genau, es sind nur noch ein paar tausend und nicht mehr 10 hoch 23. Ja, ja. Schnaps. Also. Schnaps. Prost. Alter. Ich fühl euch so ab, ihr Wichser, Alter. Ey, das ist so brutal, mit dem Team Kirschwässerle aufzunehmen, Alter. Das tut nur weh. Tschüss. Prost. Ich kann ja morgen nicht beim Andi ankommen und erzählen, dass wir keinen Kirschwässerle gesoffen haben. Absolut genial. Auf die Fresse, Alter. Der britische Geheimdienst konnte auf diese Weise tausende Funkgespräche dechiffrieren. Und die kamen an einen Punkt, wo sie großflächig den deutschen Truppenfunk abhören konnten. Das brachte sie jetzt aber, wie auch im Film gezeigt, an ein Dilemma. Denn man konnte so Gegenmaßnahmen gegen die deutschen Aktionen einleiten, aber wenn du zu offensiv auf die deutschen Funksprüche reagierst, checken die, dass du den Code geknackt hast. So. Und deswegen reagierte man nur auf bestimmte wichtige Infos. Und die haben das so gemacht, dass die wirklich nur auf die allerwichtigsten Sachen reagiert haben. Und wenn man reagiert hat, hat man irgendeine Story erfunden, wie man zu dieser Info gekommen ist. Und hat diese Information an die deutschen Doppelspione, die man kannte, durchsickern lassen. Das gab es im Ersten Weltkrieg. Im Ersten Weltkrieg gab es so eine, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, da gab es diese Nummer, dass die Deutschen oder beziehungsweise das Deutsche Reich damals auf die Idee kam, die Mexikaner da in den Krieg, in den Ersten Weltkrieg mit reinzuziehen, weil die Amerikaner waren neutral. Ne? Die wollten ja nicht mitmachen. Und dann kamen die Deutschen auf die Idee, Alter, wir unterstützen die Mexikaner bei ihren Kriegszielen, nämlich Teile von Texas und New Mexico und so weiter zurückzuerobern, weil das ursprünglich mal Mexiko war. Und diese Nachricht ist durchgekommen bis nach Amerika über Spionage. Und der Präsident und dessen Mitarbeiter konnten schlecht zugeben, dass sie das von Spionen haben. A, weil der Spion enttarnt werden würde, früher oder später. Und B, weil das auch als unglaubwürdig deklariert werden könnte. So, ne? Also kamen die auf die Idee, deswegen diese geilen Ausreden, dass Western Union, diese Firma, diese Nachricht bekommen hat und der amerikanische Dienst. Die haben sich Lügengeschichten ausgedacht. Diese Geldtransferunternehmung oder was? Genau. Und der Gag ist, die haben sich im Ersten Weltkrieg bei dieser deutschen Depesche, wo das drin stand mit den Mexikanern, haben die Geheimdienste dafür gesorgt, dass Western Union diese Information bekommt, damit der amerikanische Präsident nicht lügt. Also immer, wenn die eine Enigma-Information benutzt haben, haben die sich eine Fake-Story ausgedacht, wie man an die Info gekommen ist. Wir haben toten wir haben toten Briefkasten XY geknackt. Es wurde ein verkohlter Zettel irgendwo gefunden. Sei mal so abgeklärt, dass du nicht direkt. Genau, ja, aber das ist, sei mal so vernünftig. Nicht direkt jemanden zu retten. Ja. Und das sehen wir ja auch im Film. Das ist ja beispielhaft in einer Szene dargestellt worden. Das war wahrscheinlich mehrere Situationen. Ja, aber auch vielleicht ein bisschen zu dramatisch dargestellt. Genau, aber in dieser einen Szene, da wird ja das klar, was das Gewicht einer Information mit Menschen machen kann. Ja. Weil
nur weil du was weißt, heißt das nicht, dass du das rausballern darfst, wie blöd. Und ja, das stimmt, das stimmt. Der britische Geheimdienst, der war ja wirklich top-notch, der britische Geheimdienst hat tatsächlich sogar die Existenz eines deutschen Doppelspions erfunden. Der britische Geheimdienst hat die Story durchsickern lassen, dass es in Deutschland einen ultra krassen Doppelspion gibt, der Infos an die Briten raussickern lässt. Und die Deutschen haben wohl jahrelang nach diesem mega geheimnisvollen Geheimspion, Codename Bonifatius, gesucht, den es gar nicht gab. Das kenne ich sogar. Den es nicht gab. Es gab diesen Menschen nicht. Aber die Deutschen haben jahrelang danach gesucht und die Infos waren alles Sachen aus dechiffrierten Enigma-Manachen. Es gab eine Situation, wo Briten in den Zweiten Weltkrieg einfach nichts anderes gemacht hat, außer große große aufblasbare Schiffe und Panzer und sowas zu bauen. Ist das auch irgendwie auf den Mist von irgendjemandem gewachsen? Nee, das lag an der an dem deutschen Bomben. Nee, ich glaube, es waren die Briten, aber das lag in diesen halt Bomben. Die Deutschen sind davon ausgegangen, dass eine richtig heftige Armee am Start. Ja, pass auf. Das, also, wenn ich die Story, die du jetzt auch nicht genau kennst, richtig interpretiere als das, was ich nicht so ganz genau kenne, geht es hier um diese Bombardierung Englands. Die Deutschen haben ja diesen, da gibt es einen Begriff für, der fällt mir gerade nicht ein, diesen Bombenteppich da über England, über uneingeschränkter Bombenkrieg. Nee, das war der uneingeschränkte U-Boot-Krieg, den du meinst. Es gab aber auch den uneingeschränkten U-Boot-Krieg. Ja, aber ihr versteckt euch gerade in Shit, den ihr nicht kennt. Egal, da gibt es auf jeden Fall einen anderen Begriff hin, den habe ich gerade aber vergessen. Jedenfalls haben die halt tagelang ununterbrochen England bombardiert. Und die haben überall irgendwelche, also die Engländer... Ich glaube, Zermürbung hieß es. Ja, irgendwie sowas. Aber egal. Und die haben auf jeden Fall Fake-Städte aufgebaut. Die haben Fake-Basen aufgebaut. Die haben auch Fake-Boote und so aufgebaut. Deswegen kann man bei Commander Conquer diese Fake-Sachen aufbauen. Alter. Genau. Diese Attrappen. Ja, genau. Das ist... Damit die Deutschen das bombardieren, anstatt tatsächlich Städte. Kurz zum Enigma-Code. Die Briten haben auch eine mega clevere Methode angewandt. Die haben absichtlich random irgendwo in der Nordsee Bomben fallen lassen, ohne Sinn im ersten Moment. Ohne Sinn haben die irgendwo eine Bombe fallen lassen im Wasser. Und dann haben sie in den deutschen Funknachrichten explizit nach dem Namen dieser Region gesucht. Das war zusätzlich zum Wetterbericht eine weitere Methode, um den Code zu knacken. Die nannten das Gardening, also du bringst einen Samen aus und lässt es wachsen und guckst dann, was rauskommt. Nochmal kurz zu diesem Fake-Typ, den es nie gegeben hat. Jetzt stell dir vor, du bist auf der anderen Seite, also du bist auf der deutschen Seite. Du kriegst diesen Funkspruch oder kriegst auf irgendeine kranke Geheimdienstweg-Scheiße mit, dass es diesen Typ gibt. Den war auch klar, den gibt's vielleicht nicht. Aber du kannst es nicht ignorieren. Das heißt, das ist ja das Kranke an dieser ganzen Geheimdienst-Scheiße und an dieser ganzen sich gegenseitig verarschen-Scheiße. Die ist schon klar, dass es diese Methoden gibt, sich gegenseitig zu verarschen. Haben die Deutschen ja auch mit anderen gemacht. Hat jeder mit jedem gemacht. Ja. Aber das Problem ist, dir ist klar, du musst diesen Geist suchen. Auch wenn er vielleicht ein Geist ist, weil es könnte eine valide oder eine falsche Nachricht sein. Ja. Das weißt du nicht. Das heißt, du musst für immer danach suchen. Die Information, reicht schon aus, dass du halt selber, entweder hast du zu viel Schaden dadurch oder du musst halt einfach gucken, dass du irgendwo diese Scheißpapier findest, wo diese Person erfunden worden ist. Du kriegst die Geheimdienstinformation, die ist klar, es kann von einem Doppelagent kommen. Das kann nicht ignoriert werden. Aber du kannst es nicht ignorieren, das geht nicht. Das heißt, du musst auf allen Seiten, das heißt auf sowjetischer Seite, auf deutscher Seite, auf alliierter Seite, auch zwischen den Alliierten, musst du immer sämtliche Informationen abgrasen, bis zum Schluss. Das macht so teuer. Ich habe es nochmal kurz nachgeschaut. Das Ding nennt sich im Englischen The Blitz. Diese komische Bombenbrücke, die sie da aufgebaut haben. Und kurz zur Größeneinordnung, die haben zum Beispiel am 7. September, das Ding ging einige Monate lang, allein an diesem einen Tag 300 Bomber über New York geschickt. Über London geschickt. Das ging halt, also knapp ein Dreivierteljahr so, dass die täglich bis zu 180 Bomber im Normalfall über London geballert haben. Was ich in dem Film auch geil finde, ist, dass es gezeigt wird, wie es war, nämlich, dass England Deutschland den Krieg erklärt hat, einfach aus politischen Gründen, weil es nicht mehr anders ging,
aber dann selber gemerkt hat, wir können allein den Krieg nicht gewinnen, keine Chance. Wir schaffen es nicht. Ne? Anders als im Ersten Weltkrieg, wo ja jeder nur aus dicke Hodengründen den anderen den Krieg erklärt hat. Du kannst über die Amis... Darüber müssen wir nochmal eine einzelne Folge machen im Ersten Weltkrieg, aber im Endeffekt kann man sagen, alle hatten dicke Hoden und irgendwo musste der Samenstau hin. Das ist eine ganz andere Geschichte. Ja. Aber beim Zweiten Weltkrieg ist es tatsächlich so, du kannst über die Amis sagen, was du willst, aber ohne die Amis wäre es hier jetzt echt anders. Alter. Wir hätten beide Kriege verloren. Oder also die normale Welt hätte beide den Kriege ersten, verloren. Den Ersten Weltkrieg, Erster Weltkrieg ist ein anderes Thema. Der Zweite Weltkrieg ohne die Amis. Der Erste Weltkrieg wäre ohne die Amis auch für die Deutschen ausgegangen. Auch. Genau. Aber mit einer anderen Grundfrage. Die Informationen. Die Franzosen hatten damals noch eine. Aber es ist ein anderes Thema, kann ich ja gleich privat erklären. Ja. Die Informationen über Enigma bekamen dann tatsächlich im Laufe des Krieges eine eigene Geheimhaltungsstufe. Ultra hieß die. Mhm. Also Ultra. Das war eine noch höhere Geheimhaltungsstufe als die vorherige größte Geheimhaltungsstufe. Und die Arbeiten in Bletchley Park, in diesem Campus, die waren so geheim, dass selbst Mitarbeiter, die in angrenzenden Hallen gearbeitet haben, sich nicht untereinander über ihre Arbeit unterhalten durften. Das haben wir vorhin schon erwähnt, es arbeiteten dort zu Hochzeiten über 200 dieser Turing-Bomben an der Dechiffrierung und die wurden alle nach Kriegsende zerstört und wie schon gesagt, das war so geheim, dass erst in den 70er Jahren, also erst über 20 Jahre später, an die Öffentlichkeit rausgesickert ist, dass es dieses Projekt über 30 überhaupt Jahre gab. Später, 20 Jahre nach seinem Tod. Ja. Aber das ist auch eine Sache, die mich nach wie vor irgendwie ein bisschen irritiert. Weil die Person, die wusste, wie Enigma gebaut wird und wie auch Christopher, sag ich mal, gebaut worden ist, wie das zu verstehen ist, hat sich ja selber umgebracht. Die müssen ja dann doch irgendwo Sachen aufgehoben haben, um eine solche Entschlüsselung. Turing war ja nicht der Einzige, das war ein ganzes Team. Wussten alle, wie es funktioniert. Das war ein ganzes Team, plus dass die Computertechnologie sich auch weiterentwickelt hat. Turing war ja nicht der Einzige auf dem Feld. Er war nur herausstechend, aber er war nicht der Einzige. Übrigens, bereits in den 30er Jahren, Mitte der 30er, gelang es genialen Motherfuckern vom polnischen Geheimdienst, die Enigma zu entschlüsseln. Da hat ja auch England das erste gehabt. Richtig, die haben ja auch die Infos dann an die Briten weitergegeben. Und wie gesagt, daher kommt der Begriff Bombe. Ja. Aber nur bei einer frühen Version, Enigma-Version, als die Deutschen anfingen, mehr Walzen einzusetzen und diese Steckerverbindungsscheiße einzuführen, kamen die dann nicht mehr nach mit ihren Methoden. Und da kam dann Alan Turing und da kam dann diese geniale Idee, auf bestimmte Worte im Funkjargon der Deutschen zu achten und das brachte dann den Durchbruch. Und ich sag, das war die erste echte Turing. Er hat seine eigene mathematische, wie soll ich sagen, sein eigenes Theorie. Mathematisches Konzept ins Leben gerufen, weil es wird ja so geil, es wird ja richtig geil dargestellt in dem Film. Das ist eine Sache, die ich geil finde. Das Ding rechnet, auf einmal bleibt alles stehen. Es bleibt stehen. Und das ist ja auch die Definition. Das war cool, ja. Und das ist ja auch die Definition einer Turing-Maschine. Die Turing-Maschine bleibt stehen, wenn der nächste Algorithmus, ich sag's jetzt mal salopp, keinen Sinn mehr macht. Das heißt, wenn es dafür keine Instruktion mehr gibt, dann bleibt die stehen. Ja. Und wie gesagt, der erste Durchlauf, wo es halt nie aufgehört hat, wo sie ihn verhaften wollten, war halt der Durchlauf, wo einfach alles durchprobiert wird. Ja. Und wo er dann anfangen konnte zu sagen, okay, wenn du das Wort Wetter oder da Heil Hitler, was in dem Film, was nicht wirklich Sinn macht, wenn du irgendein Wort findest, dann bleib stehen, so nach dem Motto, ne? Dann auf einmal hat es funktioniert, dann geht es viel schneller. Ja. Richtig geil. Und das war das erste Mal, dass ein Computer einen Menschen besiegt hat, weil das waren immer persönliche Sachen. Im Prinzip. Die ganzen Sachen, die irgendwie im Weltkrieg... Ach, Enigma war irgendwo auch ein Computer. Aber der wurde ja von Menschen gesteuert. Wir müssen eine Maschine bauen, die eine Maschine besiegen kann. Sagt er ja auch, weil es ein Mensch nicht kann. Ja, okay, also in dem Film sagt er das. Aber du merkst schon, weil du ja anfangs meintest, der Film wäre nur so okay gewesen. Du zitierst ständig diesen Film. Weil so kacke war der gar nicht. Der Film ist clever gebaut. Ich hab nie gesagt, dass er kacke war. Der Film ist schon, was diese unfassbare Komplexität dessen, lass mich kurz ausreden, diese unfassbare Komplexität dessen, was sie versuchen darzustellen, weil, wie gesagt, ich habe über den Typen recherchiert und ich ralle nichts.
So, ne? das haben die echt ganz gut zusammengerafft, selbstverständlich. Auf den Punkt gebracht, sodass der Laienzuschauer, wie ich das bin, ich habe keinen Schimmer von Informatik. Ich halte, und den Spruch hat Fred von mir, Computer für Magie. Das heißt, ja, ist ja wirklich so. Ich halte es wirklich für Magie. Wie kann auf einem Stück Metall ein Porno liegen? Weil du dich noch nie damit beschäftigt hast, ganz so, einfach. Nee, ich habe es versucht, ich reiz nicht. Also ich reiz wirklich, ich bin ja so blöd. Nein, du hast nicht versucht. Du hast jetzt scheiß mal kurz. Fred, jetzt lass mich mal kurz mal gucken. Okay. Ich wollte mal einen Taschenrechner machen, der einen beleidigen konnte. So, hab ich geschafft. Worauf ich hinaus will, haben die das halt wahnsinnig clever umgesetzt. Du musst es halt pointieren. Ne? Es gibt nur eine Maschine, nicht 200. Es muss eine geben, damit die Leute rallen, worum es geht. Ich habe aus dem Film nicht verstanden, wie diese Maschine funktioniert. Ich musste das googeln und ich habe es trotzdem nicht verstanden. Also mir wurde aber klar, wie diese Maschine, also nicht technisch, sondern was sie tut, das wurde mir klar. Mir wurde klar, was für eine Arbeit er geleistet hat und inwiefern Mathematik dahinter der einzige Schlüssel war. Ja, aber ich sehe es nicht so und ich sag dir auch warum. Nee, natürlich nicht, weil du weißt, wie das funktioniert. Nee, ganz kurz. Mein Problem ist, man hätte auch einfach, es hätte irgendein Scheiß General reinkommen können und sagen können, alles klar, coole Maschine, wir bauen jetzt 200 davon. Das hätte schon gereicht. Einfach die Info drüber zeugen. Aber dann hättest du die Dramatik nicht gehabt. Ja, toll. Aber ganz ehrlich, wenn du den Film gesehen hast, hast du eine komplett falsche Vorstellung von der Geschichte. Nee, also das werfe ich dem Film auch vor. Verstehe mich nicht falsch. Nicht nur aber irgendwie komisch, sondern falsch. Ja. Und das ist mein, wie gesagt, das plus Sheldon ist mein Problem. Weißt du, was clever gewesen wäre, wenn sie in dem Film, in dem Moment, wo der General sieht, dass die Maschine funktioniert, hätte er sagen müssen, okay, wir bauen mehr davon. Ja. Und dann hätten sie 200 davon gebaut. Und dann am Schluss... Und das wäre geil gewesen. Am Schluss in einem Einzel, es wurden 200 Stück gebaut. Jetzt haltet mal bitte nicht euer Maul. Du hättest auch zeigen können. Du hättest auch 200 von den Dingern zeigen können. Jetzt haltet mal bitte euer Maul und scheiß auf die qualitative Einordnung des Films. Denn bei allen Themen, die wir heute besprechen, ist das nicht zu den interessanten Themen. Gehört das nicht zu den interessanten Themen. Das Interessante ist diese scheiß Entschlüsselung, diese historische Einordnung. Ich habe ein Video gesehen von einem YouTube-Kanal, der heißt Computerfile, also nicht wie Datei, sondern da geht die erste Flasche kaputt. Das Mikrofon, sondern Computerfile. Hörst du mich noch? Ja, ich höre dich. Okay. Also Computerfile, Computerfile. Und da zeigt ein IT-Freak, zeigt, wie er mit heutigen Mitteln, mit einem Laptop aus dem Jahre 2021, glaube ich, die Enigma-Verschlüsselung knackt. So. Und er hat leider in dem Video nicht gesagt, wie lange konkret dieser Laptop gerechnet hat an der Entschlüsselung, aber er hat gezeigt, dass selbst mit heutigen Methoden es eine Menge Gehirnschmalz und Programmierkenntnisse braucht, um dieser Entschlüsselung auf den Hoden zu kommen. Du musst erstmal verstehen, wie es funktioniert. Ganz einfach. Und das ist schon schwer. Und Kryptographie, das Chiffrieren von Nachrichten, ist tatsächlich heutzutage, Anfang der 2020er, ein Thema, das wieder mega aktuell ist. Mega viele Dinge, die wir heute als selbstverständlich erachten. WhatsApp. Internetseiten mit HTTPS-Protokoll. Starke Kundenautorisierung. So ein Scheiß, wie deine Mensa-Karte, mit der du an der Uni im Restaurant bezahlst. All möglicher Scheiß, den wir heute selbstverständlich online nutzen, fußt auf Kryptographie, auf der Verschlüsselung von Daten. Das ist ein mega großes Thema. Und heute haben wir Verschlüsselungen. Wir haben vorhin gesagt, die Enigma-Chiffrierung entspricht nach heutigen Standards ungefähr einer, ich glaube, 47-Bit-Verschlüsselung. Heute gibt es viel krassere Verschlüsselungen. Heute, da kann Fabit sicherlich was dazu sagen, heute gibt es viel krassere Verschlüsselungen mit über 128 Bits und viel mehr. Heute sind wir an einem Punkt, wo das wieder mega wichtig ist und wo wir Angst davor haben, dass irgendwelche krassen Computer, Stichwort Quantencomputer, kein Thema für heute, für ein andermal, aber wo ultrakrasse Computer Verschlüsselungen knacken. Kryptographie und Kryptoanalyse ist ein ultrakrasses Thema, das uns in der Zukunft auch noch beschäftigen wird. Es ist auch ein Thema, das nach wie vor einfach auch bei Herausfinden der Geschichte ein sehr wichtiges Thema ist. Man kann halt zum Beispiel, es gibt immer noch manche Sachen, die man zum Beispiel bei Ausgrabungen nicht direkt versteht, weil man nicht weiß, wie der Schlüssel ist, über den wir die ganze Zeit reden, weil
Da sind sehr viele verschiedene Zeichen. Ein paar von diesen Zeichen sind vielleicht bekannt, aber man weiß nicht, wo die hergeleitet worden sind. Und es gibt auch ich habe den Namen leider nicht mehr im Kopf, es gibt einen Mörder, der auch immer in seinen Nachrichten, die er geschrieben hat, immer verschlüsselte Informationen gegeben hat. Oh, yes. Ich komme da nicht drauf. Hier, aber Kalender auf esoterisch. Bis heute immer noch nicht herausgefunden. Zodiac, genau. Zodiac ist ja genau dasselbe Prinzip. Er hat eine Verschlüsselung durchgehend immer rausgegeben und hat immer wieder Nachrichten rausgegeben, wo man immer dachte, okay, das haben wir jetzt entschlüsselt. Aber ganz gleich Klartext rausgegeben mit verschlüsselter Meinung, also mit verschlüsseltem Meaning, wollte ich sagen. Ja, mit verschlüsselter Bedeutung. So ein ähnliches Prinzip, das hat man hat immer noch nicht 100% herausgefunden, wer dieser verdammte Scheißmörder ist. Das weiß man nicht, soweit ich weiß. Ja. Das weiß man immer noch nicht. Und er hat es aber irgendwie in seinen Nachrichten selber mitgeteilt, angeblich. Das also. Knacken von solchen Chiffres, von solchen Codierungen läuft, korrigier mich, läuft heute ja vom Grundprinzip eigentlich genauso wie damals, nämlich das Durchprobieren, Rechenmaschinen probieren alle möglichen Varianten durch, bis sie einen plausiblen Schlüssel finden, oder? Nee. Das nennt man heute Brute Force, falls ihr das schon mal gehört habt. Was heißt das? Brute Force bedeutet, ich fange an, okay, dein Passwort ist A, nö, B, nö. Wenn ich bei Z ankomme, ist A, B, A, C, A, D, nö. Das meine ich ja mit Durchprobieren. Ja, das ist Brute Force, nennt man das. Damit also das Durchprobieren von allen möglichen Varianten. Wenn du 16-stellige Passwörter hast mit Sonderzeichen und so, wirst du nie fertig. Ja. Und vor allem, was glaubst du denn, was passiert, wenn du auf einer Internetseite ein Passwort eingibst? Du machst ein Passwort. Eine seriöse Internetseite kennt dein Passwort trotzdem nicht. Also wenn du irgendwo, sag mal, du bist jetzt bei, keine Ahnung, Facebook, ja? Du hast einen Anmeldenamen, keine Ahnung, deinen E-Mail-Name oder wie auch immer das heißt und danach dein Passwort. Wenn du dein Passwort eingibst, kennt Facebook dein Passwort nicht, er kennt es nicht. Weil was passiert? Dürfen die auch datenschutzrechtlichen Gründen auch nicht. Richtig. Weißt du, was da passiert, wenn du dein Passwort eingibst? Die Internetseite chiffriert es. Da wird ein Key draus berechnet und dieser Key wird abgelegt und der String, den du eingibst, wird immer zu diesem gleichen Key. Und wenn du dein Passwort eingibst und es zu diesem Key wird, dann sagen die, okay, du bist dabei. Und die Wahrscheinlichkeit, dass ein anderes Passwort, ein anderes Wort, ein anderer String das gleiche hervorbringt, ist unfassbar gering. Deswegen gibt es auch immer diese Kombination zwischen deinem Passwort und dem Benutzernamen, weil da ist die Wahrscheinlichkeit dann nochmal noch wesentlich höher. Das ist auch bei mir jetzt in meinem Beruf, ich arbeite in einer scheiß Bank und nein, ich mag die Bank. Es ist eine scheiß Bank, aber sie behandelt mich gut. Ja, genau, ich komme klar auf mein Leben. Aber das ist auch immer so, wir sehen zum Beispiel nicht, wenn ein Kunde uns anruft und sagt, er hat seine Kontaktdaten vergessen, sagen wir ihn auch immer instant. Wir sehen es nicht. Wir sehen beides nicht. Und wir wollen es auch gar nicht sehen. Das ist eine Sache, die wollen wir nicht wissen. Richtig. Und ein guter kryptografischer Algorithmus ist injektiv. Injektiv kommt aus der Mathematik. Das heißt, es gibt zum Beispiel den SHA-256-Key. Das ist ein gewisser Algorithmus, der nimmt irgendeinen String. Wisst ihr, was ein String ist? Nee. Ein String ist einfach eine Zeichenkette von Buchstaben, die du auf dem Computer eingeben kannst. Egal wie lang, scheißegal wie lang. Am Schluss kommen immer 256 Bit raus. Eine Folgenkette von 256 Bit, egal was du eingibst. Also auch ein Leerzeichen ist... Du gibst irgendwas ein. Okay. Du kannst ein ganzes Buch eingeben als Text. Am Schluss kommt ein 256 Bit Zeichenfolge raus. So. Das bedeutet. Warte, das verstehe ich nicht ganz. Pass auf, wenn ich jetzt 3 Buchstaben eingebe oder 40.000. Scheißegal. Es ist ein Algorithmus, der macht dir immer 256 Bit. Es kommt eine Zeichenfolge von 256 Bit raus. Und all die User da draußen oder Hörer und Hörerinnen da draußen lachen über mich, dass ich Computer für Magie halte. Okay, weiter. Es gibt einen Algorithmus, der das macht. Ja? Früher, also zum Beispiel ein alter Algorithmus war MD5, MD5-Summe. Das ist ein uralter Algorithmus, bis ein paar Hacker zeigen konnten, dass der hackbar ist und dann wurden die immer weiterentwickelt. Jetzt sind wir gerade bei SH256 und bei anderen Algorithmen. Und egal, was du eingibst, es kann ein Buchstabe sein oder ein ganzes Buch, es kommt immer eine Zeichenfolge von 256 Bit raus. Das bedeutet, es gibt mehrere Eingaben, die zum gleichen Ergebnis führen. Das heißt,
rein theoretisch könntest du ein Passwort haben und ich ein Passwort, die Passwörter sind komplett unterschiedlich, aber sie führen zum gleichen Key. In dem Moment könntest du mit deinem Passwort dich bei mir einloggen, obwohl es ein anderes Passwort ist. Aber die Keys oder die Algorithmen sind so gut konzipiert, dass es fast, dass die Wahrscheinlichkeit, dass das passiert, in einer endlichen Zeichenfolge fast null ist. Das heißt, wenn ich ein Passwort, ich gebe jetzt ein Penis 537 ist mein Passwort. Und dann kommt ein Key raus, 256 Bit. Damit du das gleiche Passwort rauskriegst, musst du wahrscheinlich ein Passwort eingeben mit tausenden von Stellen. Weißt du, was ich meine? Um den gleichen Key zu bekommen. Und das ist kryptografisch super sicher, weil erstens hast du keinen Algorithmus, um es rückzuverfolgen, weil es gibt mehrere Ursprünge. Das heißt, du hast keine Bijektion. Eine Bijektion wäre, und das ist genau das, was du vorhin gesagt hast, wie hast du es vorhin gesagt? Die Schwäche der Enigma. Ja. Was war nochmal das Keyword, das benutzt wurde vorhin? Du hast gesagt, die Schwäche war einmal Involutorisch. Involutorisch, genau. So. Involutorisch bedeutet, es ist umkehrbar zu 100%. Ich kann es rückrechnen. Das ist bei den neuen Algorithmen nicht möglich, weil rein theoretisch unendlich viele Ursprünge zum gleichen Key führen können. Das heißt, ich habe keine Chance, es rückzurechnen. Ich kann rückrechnen, es kann der Key rauskommen, es kann der Key rauskommen, es können aber im Prinzip in Anführungsstrichen unendlich viele Keys rauskommen. Das heißt, du hast schon mal da keine Chance, nicht mal mit Brute Force rückzurechnen. Aber warum heutzutage der Datenabfang von Informationen und sowas einfach immer mehr Sinn macht, weil man dann irgendwie versuchen kann, darauf Schlüsse zu ziehen, was du da verwendet hast. Aber jetzt die große Frage, wieso kriegen die Pissers trotzdem hin, mich zu hacken? Ja, weil sie es auf andere Wege machen. Sie gucken dir dabei zu, wie du es eintippst mit Keylocking. Ja, ja. Was, keine Ahnung. Die haben immer eine geile Idee, das zu machen, aber es ist kein, also dieses, wenn sie nur den Key abfangen, der übertragen wird, ich kann dir zugucken, was über das Netzwerk übertragen wird. Was der Key, den du sendest, das mit dem Key kriege ich nicht raus, was dein Passwort war. Also ich schätze mal, bei den Betrügern ist es auch so, ich habe mal ein bisschen was auch für die Sicherheitsabteilung bei uns gearbeitet. Das hat einfach viel damit zu tun, dass die einfach dich analysieren. Die versuchen jegliche Art von Informationen von dir irgendwie zu sammeln und dann versuchen die herzuleiten. Und dann haben die vielleicht mal Glück. Ich meine, wenn man mal drüber nachdenkt, was halt immer mal wieder gepostet wird, jetzt auch von der Tagesschau, was die meistverwendetsten Passwörter in Deutschland sind, 1, 2, 3, 4, 5, Passwort und sonst irgendwas, das war sogar Fick dich bei, das habe ich auch mal verwendet. Also, aber meine Passwörter sind auch Shit. Ja, also aber die Keys, die dabei rauskommen, sind unterschiedlich. Die müssen halt einfach nur irgendwie deinen Charakter verstehen, wie du selber ein Passwort für dich machen würdest. Deswegen machen diese bescheuerten, random generierten Passwörter Sinn, ja, weil die nicht zurückführbar sind. Richtig. Ja, also keiner der Passwörter ist zurückführbar, aber... Ja, aber ich meine persönlich zurückführbar. Nee, aber es ist erratbar, dass dein Passwort vielleicht Angenheister dein Geburtsdatum ist. Genau. Es ist erratbar. Passwort jetzt, keine Ahnung, D5874 Batman-Symbol, Hashtag ist... Wie soll ich das hinkriegen? Ja. Und vor allem, was einen guten Verschlüsselungsalgorithmus ausmacht, ist... Ich nehme einen Eingangsstring, also angenommen mein Passwort ist abcde, okay? Dann kommt ein 256-Bit-String raus. Irgendein Scheiß. Jetzt mache ich aus abcde abcd 8. Da kommt was komplett anderes raus. Komplett, also wirklich, du kannst bei dem, was rauskommt, kannst du nicht sagen, es gab eine Ähnlichkeit. Das ist ein Gütekriterium für eine Verschlüsselung. Ist das in der Verschlüsselung randomisiert? Nein, weil es muss... Aber dann ist es ja knackbar. Nein, ist es nicht. Es muss forward, also nach vorne. Das heißt, ich nehme den Eingangsstring und berechne den Ausgangsstring. Das ist deterministisch. Es kommt immer das Gleiche raus. Du kannst tausendmal den gleichen String eingeben, es kommt tausendmal der gleiche raus. Aber es gibt... Ja, aber die ursprüngliche Erstellung es gibt mathematisch gesehen unendlich viele Eingangswerte, die zum gleichen Ausgangswert führen. Okay, deswegen hast du kein, selbst wenn du eine einzige Rückrechnung hinbekommst, weißt du nicht, ob es die richtige ist. Und das ist der Gag an der ganzen Scheiße. Also das Wichtigste ist für die Leute da draußen, macht euch ein randomisiertes Passwort. Richtig. Mach ein Schwachsinnspasswort, das nicht erratbar ist. Ja, und zwar was nichts mit euch... Besorgt euch einen fucking Passwortmanager. 58, mein Pimmel, 37, Ausrufezeichen. Das ist ein Passwort. Was entweder ein Passwortmanager oder einfach irgendwas extra absichtlich mit Rechtschreibfehler. Und bei Pimmel nimmst du statt einem E eine 3. So. Nee, aber selbst das ist theoretisch zurückführbar.
Es sei denn, es ist ein Wort, das du selber nicht kennst. Davon gibt es viele. Was beweisbar bedeutet, ja. dass du das nicht kennst. Also, weil wenn du zum Beispiel dir jetzt so einen Text runterlädst, wie du das gemacht hast, ne? Und du, also zum Thema Homosexualität, und du benutzt ein Wort wie, da kam zum Beispiel das Wort Existenzialismus drin vor. So. Durch den Download dieses Begriffes wissen Leute, dass du das Wort Existenzialismus schon mal gehört hast. Das heißt, das ist dann schon wieder knackbar. Das heißt, es muss irgendwas sein, was nicht nachweisbar ist, dass du das Wort kennst. Also, wenn also nimm irgendwas randomisiertes, das ist einfacher. Also das ist natürlich das Einfachste, aber ich wenn es einen dritten Weltkrieg jetzt geben würde, Satan bewahre, dann wäre es vermutlich sehr unwahrscheinlich, dass es so eine Story wie bei der Enigma im Zweiten Weltkrieg nochmal geben würde. Also dass Es gibt hier gerade die Diskussion, Fab will Schnaps ausgeben, Hemm will nicht, weil er gerade schon Kotze im Maul hatte. Haben wir Bier leer? Ist Bier leer? Ich würde gerne noch, noch einen Schnaps nehmen, weil ich kriege kein Bier mehr schon seit Ewigkeiten mehr. Ich habe erst zwei Bier getrunken. Also ich würde nur ein Bier trinken, aber keinen Schnaps mehr. Fred, also jetzt mal kurz off the script. Gib mir eine Zitrone dabei. Fred, du erzählst mir jedes Mal, wir brauchen eine Kiste Bier. Und es ist schon eine Lüge, wenn nur du, ich und Andi unterwegs sind. Und ich habe heute extra eine Kiste geholt, noch einen Sixer, ich habe noch extra irgendwelche Despos geholt und Schnaps, und wir sind trotzdem kurz davor, es leer zu haben. Aber haben wir denn noch Bier, weil ich kann kein Schnaps mehr. Wir haben noch Bier, ja. Also okay, ich würde eher noch ein Bier trinken, ich hatte erst zwei. Wir kommen langsam zum Ende der Folge, mega, mega interessanter Input auf jeden Fall schon. Ich stelle mal einfach die Hypothese an, wenn heute ein dritter Weltkrieg ausbrechen würde, Satan bewahre, und wir nochmal so eine Situation wie im Zweiten Weltkrieg hätten, wo sich Nationen auf brutal gegenüberstehen, es gibt ja auch heute schon beschissene Konflikte auf der Welt, dann würde es vermutlich nicht mehr so eine Situation wie damals zu Zeiten der Enigma geben, wo jemand mit so ein paar Rechenmaschinen und ein paar Worten, die er kennt, einen eine Nachricht, da fällt das Mikro von Farb um, wo jemand mit so ein paar Rechenmaschinen. Farb, hör mir mal zu, du musst gleich antworten. Ich hör schon die ganze Zeit. Wo jemand mit ein paar Rechenmaschinen Funksprüche einer Nation chiffriert, denn heutzutage wird ja nicht mehr mit Morse-Codes, mit so einem normalen Alphabet kommuniziert, sondern heutzutage kommunizieren wir ja digital mit solchen, wie Fabes gesagt hat, 256-Bit-Verschlüsselungen. Heute wäre das wahrscheinlich sehr, sehr viel schwieriger bis unmöglich, dass eine Nation die Funksprüche einer anderen dechiffriert. Wäre es denn heute nicht im Zweifel einfacher, im Klartext zu kommunizieren und alle denken, das wäre eine Chiffre? Ja, also so blöd es auch klingt, also wenn du so einen dumm formulierten Klartext, also so einen richtig dumm formulierten Klartext ballerst, Fred, den Satz, den du gerade gesagt hast, der war auch damals wahr, bevor Alan Turing kam. Es bedarf immer eines nächsten Genies. Und den gibt es vielleicht schon, aber wir lernen ihn erst 2070 kennen. Es bedarf immer des nächsten Genies, um das heutige Problem zu cracken. Richtig. Für uns ist es unvorstellbar, sowas zu cracken, aber das war auch damals unvorstellbar, bevor Alan Turing losgelegt hat. Deswegen ist die Aussage, kann ich so nicht unterschreiben, ehrlich gesagt. Aber ich möchte auch noch mal erwähnen, heutzutage ist es leichter, einen solchen Genie zu erkennen, weil wir haben Social Media und den ganzen... Nicht, wenn der Geheimdienst ihn grabbt, wie er es bei Alan Turing gemacht hat. Ja, aber ab welchem Alter? Wenn man heute... Ja, der war so Ende... Da brauche ich nochmal dein IT-Wissen. Wenn ich heute so einen Funkspruch von einer gegnerischen Nation dechiffrieren wollen würde, würde ich das im Grundprinzip wie damals machen, dass ich einfach Brute Force geht nicht mehr. Dass ich alle möglichen Variationen durchprobiere. Nee, keine Chance. Ja? Das läuft, also wie gesagt, ich bin da weit weg von Experte zu sein. Also ich bin kein IT-Experte, ich bin Programmierer. Ich bin weit weg davon, IT-Sicherheitsexperte zu sein, mit käme ich nicht aus. Aber die heutigen Algorithmen lassen kein Brute Force mehr zu. Die heutigen Algorithmen, das kannst du vergessen. Das heißt, weil die Rechenpower uns unsere Möglichkeiten übersteigen würde. Aber ich sagte auch, ich habe keine Ahnung, was China oder Amerika oder auch wir wirklich besitzen, sage ich dir ganz ehrlich. Also an Computern meinst du? Genau, was wir wirklich haben,
ich glaube, wir haben Dinge, von denen können wir nicht mehr forschen. IBM hat einen Computer gebaut, die fast 10% des menschlichen Gehirns nachbilden können. Geil. Ich habe keinen Schimmer, ob das was damit zu tun hat, aber die Rechenleistung Rechners ist krass. Nur zum Verständnis, das Brute-Forcen, also das Ausprobieren aller möglichen Varianten, würde heute nicht mehr funktionieren, weil man dafür eine astronomische Rechenpower bräuchte. Also stell dir mal ein normales Passwort vor. 16 Zeichen. 16 Zeichen, jedes Zeichen, alle Buchstaben, alles, was du auf der Tastatur eingeben kannst. Das sind, glaubst du, keine Ahnung, 60 Zeichen, die du eingeben kannst oder so. So, das heißt 60 hoch 16. Kannst du ja mal überlegen. Um das zu brute-forcen mit unserer heutigen Technik, keine Chance, keine Chance. Du brauchst viel intelligentere Sachen. Das heißt, du versuchst gar nicht, Passwörter zu knacken oder sowas. Du versuchst, dich einzuhacken. Du versuchst Schwachstellen zu finden in ja, das ist klar. Informationen, die dir helfen. Du versuchst, direkt in das System zu kommen. Und ja, du versuchst, Schwachstellen zu finden. Ja. Und du versuchst es auch vor allem über Human Hacking, wie es so schön heißt. Du versuchst es über althergebrachte Infiltration. Ja. Also, es geht nichts über die Putzfrau, die durch den Laden läuft und keiner denkt dran und die Putzfrau weiß aber, wie man einen scheiß Computer anschaltet und mal kurz nachguckt, was da läuft. Das ist das, was tatsächlich abläuft. Mhm. Also Spionage ist reine Spionage, das Ding. Richtig. Ja. Wenn nicht sogar mehr als früher. Und wie gesagt, früher, also gerade während des Kalten Krieges war gefühlt jeder zweite Mensch auf diesem Planeten Spion. Aber, und wie gesagt, es bedarf mehr als einen neuen Alan Turing, um die jetzigen Kryptografie-Algorithmen zu knacken und wirklich reverse zu engineeren und zu brute-forcen. Wir sind da in einer anderen Welt gerade. Es bedarf andere Dinge, um Leute aufs Korn zu führen. Da geht es nicht darum, dass ich was knackt, da geht es darum, dass ich wirklich vielleicht einfach Sachen rausfinde, Human Hacking und so Scheiße, wie sie so schön ist. Ja, oder jemanden, die man heutzutage so schön als Whistleblower bezeichnet, ne? Jemand, der einfach überläuft. Ja, oder? Mach mal auch Spaß. Ruf mal bei irgendeiner Firma an. Da geht die Sekretärin an. Setz sie mal unter Druck. Versuch das mal. Ey, ich bin ein Freund. Find raus, wie der Chef heißt, mit Vornamen. Das kriegst du immer hin. Find ein paar persönliche Daten über ihn raus. Dann rufst du bei seiner Sekretärin an, setzt sie unter Druck. Super wichtig, bla bla bla. Du lässt ein paar Keywords raus, die mit der Firma zu tun hat, wo sie arbeitet, wo sie weiß, oh, das ist gerade unser wichtigstes Thema und schon bumm, bist du drin. Das ist auch das ist zurzeit das Ding. Ne? Das ist halt auch eine Sache, ich arbeite halt, wie gesagt, in der Bank hin und wir haben halt eine Legitimation, die halt eigentlich nur der Kunde selber wissen kann, aufgrund seiner Kontoführung und wir müssen halt immer... Ein Codewort. Nee, kein Codewort. Wir haben halt, selbst wenn es sich um aktuelle Bewegungen geht, wann hat er das letzte Mal irgendwas eingesetzt mit der Karte oder sonst irgendwas, Sachen, die nur er aktuell wissen kann, weil er vielleicht gerade selber sich im Online-Banking angemeldet hat. Das ist eine Sache, die mögen Menschen nicht, wenn die anrufen, weil die werden Sachen gefragt, wo die sich selber nochmal vorher informieren müssen oder selber ihren scheiß Kontoauszug vor Augen haben müssen. Das kenne ich, das habe ich mal in meiner Kreditkarten-App auch. Ganz genau. Und das ist ja genau das Thema, wo ich arbeite. Ich bin halt im Kreditkartengeschäft. Das ist halt mein Job. Und das ist halt auch eine Sache, wo die meisten Menschen sich darüber beschweren, aber die verstehen halt nicht, was dahinter steckt. Es geht sich halt darum, dass wir sein Scheißkonto schützen. Es gibt Betrüger und wir hatten, und ich kenne Betrüger, wie die agieren und was sie machen. Die versuchen halt, dich anzurufen, sagen einfach ihren Namen, haben vielleicht einen Personalausweis aus der Tasche geklaut und haben dann gesehen, oh, guck mal, da ist eine Kreditkarte bei und rufen erstmal in der Firma an, um Daten zu fischen, um einfach erstmal irgendwas zu kriegen. Das ist auch der Sinn einer Phishing-Mail. Die versuchen von dir Informationen zu kriegen, damit die auf deinen Account zugreifen können. Deswegen heißen die auch Phishing-Mails, weil du nach etwas angelst. Ich sag, es gibt nichts Leichteres, wirklich, es gibt nichts Leichteres, als in Anführungsstrichen den normalen Malo zu überzeugen. Jemanden, der fast niemand ist, wirklich kompetent mit Technik. Fast niemand. Und ich würde selbst von mir nicht beanspruchen, dass ich es zu 100% bin, dass ich unüberwindbar bin. Glaube ich nicht. Aber das ist auch. Dann kommt der Anruf. Du bist die Sekretärin. Es ist dein 10. Arbeitstag. Du weißt, was die Firma macht. Auf einmal kommt der Anruf. Super wichtig. Ich muss sofort zu blablabla durchgestellt werden. Blibblablub. Und auf einmal, natürlich, du machst es, du bist sofort in Alarmbereitschaft, du denkst nicht daran, dass jemand dich verarschen will. Du bist manipulierbar. Ey, in meiner alten Firma habe ich mindestens einmal im Monat einen Anruf von der Sekretärin durchgestellt bekommen, wo auf einmal ein Headhunter dran war. Der hat Sekretärin ruft mich an, ich habe jemand von Microsoft, was von Microsoft?
was habe ich mit denen zu... Ja, stell mal durch. Ja, hi, ich bin Blablabla von Headhunting-Firma Blub. Wir wollen dich einstellen. Wir bieten dir das Dreifache an Gehalt für das und das. So einfach, so einfach. Ach was. Ich bin Microsoft, stell mich durch an. Er hat nur rausfinden müssen, dass ich existiere, mein Name. Und er hat nur rausfinden müssen, was ich da mache. Und er hat bei der Sekretärin angerufen. Hallo, ich bin Microsoft. Ich muss mit Programmierer XY labern. Die hat eh keine Ahnung, was die Programmierer machen. Alles Magic. Microsoft ruft an, stell dich durch. Gar kein. Und auf einmal habe ich jemand dran, der mir das Dreifache an Gehalt bietet und mich abwerben will. Ja. So einfach funktioniert die Farbe. Farbe lässt in erster Linie ein Ding durchleuchten, nämlich dass Farbe super wichtig ist, dass Headhunter ihn echt gehandelt hat. Das wollte ich nicht hinstellen. Ja, aber das ist aber auch eine momentane sehr gängige und durch die KI und durch jegliche Art von Stimmen ersetzen und Bilder ersetzen Methode. Ich meine, wir hatten selbst in Deutschland hatten wir halt schon einfach Leute, die mega wichtig sind, die halt einfach durch irgendwelche KIs, durch Gesichtserkennung und sonst irgendwas einfach verarscht worden sind. Ich habe keine Ahnung, wie die gerade von Berlin heißt, aber auch, wenn es sich aber auch einfach um Großeltern geht. Es gibt inzwischen KIs, die halt einfach die Stimme 1:1 übertragen können und die einfach dann willkürlich, weil die gerade denken, dass einer der Verwandten in einer Notsituation ist, dann halt einfach eine Bankverbindung durchgeben mit einem scheiß Passwort. Der Enkeltrick funktioniert. Ja, der Enkeltrick ist momentan perfektioniert. Das sind einfach Stimmen, die einfach das nachgeben, was die Enkelmama haben. Ey, für den normalen Du musst einfach nur auf Facebook oder auf Instagram gehen, drückst alles raus, was du haben willst für einfach deine scheiß Mechanik, Alter. Für den normalen Enkeltrick brauchst du nicht mal eine Stimme. Du hast jemand, der ist 80 Jahre alt. Kommt mit eh nichts mehr klar, sagen wir mal ehrlich. Und dann ruft dein Enkel an und kennt die reine Tatsache, dass jemand anruft, der deinen Namen kennt, seinen eigenen Namen kennt und dich so anspricht, wie du es gewohnt bist, reicht schon sozusagen als Passwort, dass du alles glaubst. Heutzutage. Ganz dringend meine Oma anrufen, weil meine Stimme ist relativ leise. Bei meiner Oma wurde das versucht. Bei meiner Oma wurde zweimal der Enkeltrick versucht. Und wir heute sitzen da und lachen drüber. Und wir werden darauf niemals reinfallen. Aber wenn wir mal 80 sind, dann gibt es neue Tricks, auf die wir reinfallen werden. Richtig. An die wir heute noch nicht denken. Weißt du, was ich damit sagen? Dann schicken die das von der Handynummer von deinen Enkeln und Scheiße, was irgendwas. Du, 80, genau. Du hast mit 80 keine Kapazität mehr, sowas Neues zu lernen. Also du willst einfach nur deinen Schnaps saufen, deine Ruhe haben. Ja, eben, die einzige Möglichkeit ist einfach nur noch... Ich will in meinem Teich sitzen, meine Korthose tragen und meine Ruhe haben. Richtig. Ja, also, aber wir machen das in Thailand, Digi. In Thailand WoW zocken, das ist unser Plan. Genau, ich sitze nur am Teich und möchte vom WoW zocken. Ich finde es geil, wie wir massiert werden von geilen Boys. Bei mir jetzt auf jeden Fall. Alter, sexuell will ich überhaupt nichts mehr sagen. Lass mal, das ist nur Stress. Wir machen jetzt Feierabend. Brett wieder auf die Spur holen. Wir machen jetzt Feierabend, Leute. Mega. Boah, sind wir abgedriftet. Ja, mega interessant. Das könnte so eine Stunde so weitergehen. Aber da geht's ja hin. Ja. Mega interessant. Leute, benutzt sichere Passwörter. Vertraut niemandem, der euch am Telefon mit 2-3 Informationsschnipseln locken will, wenn ihr irgendwann mal alt werdet. Und wenn ihr euch einen Passwortmanager holt, macht das Passwort vom Passwortmanager bitte nicht Penis123. So, ne? Ja. Also das muss schon das sicherste von allen sein. Richtig, es muss mindestens Alan Turing 1918 heißen. Oh, bitte verwendet das nicht, das wäre jetzt. Das wäre übel scheiße. Super spannendes Thema. Der ganze Themenkomplex rund um die Enigma-Verschlüsselung im Zweiten Weltkrieg ist ultra spannend, aber total unterrepräsentiert in den Filmen, die wir über den Zweiten Weltkrieg sehen, weil es etwas schwierig zu greifen für den Normalo ist und etwas schwierig zu verstehen ist für den 0815 Kino-Zuschauer. Selbst in dem Film darüber, nämlich Imitation Game, lassen wir das meiste einfach weg. Aber ich muss auch sagen, ich bin ein bisschen enttäuscht, weil ich traue dem normalen Zuschauer mehr zu. Wenn man's, kannst du nicht, glaub mir, die Geschichte des Kinos zeigt, kannst du nicht machen. Nein, das glaube ich nicht. Es gibt Fast and Furious 10 und das liegt an seinem Erfolg. Du kannst dem normalen Kack- und Sach-Fan kannst du das zutrauen, aber das nicht dem Transformers-Gucker. Liebe Leute, das macht mich schön gesagt. Das ist traurig. Das ist wirklich traurig, ja. Wir schließen die Runde in ehrenvollen Gedenken an Alan Turing, eine unfassbar krasse Persönlichkeit des 20. Jahrhunderts. Eine mega spannende und leider tragisch endende Geschichte. Ich möchte noch mal das sagen, was ich vorhin gesagt habe. Seine theoretische Arbeit, die unter theoretischen Arbeiten von vielen und so weiter, aber er nun mal sehr maßgeblich zur Entwicklung des Computers führte, wie wir ihn heute kennen.
und wie er heute teilweise immer noch verwendet wird in der Mathematik durch die Turing-Maschine, hat das Leben auf diesem Planeten so maßgeblich geändert. Mhm. Und zwar so viel stärker als seine Arbeit an der Enigma-Maschine. Mhm. Das ist irrsinnig, wie solche Menschen unser Leben von heute. Die Tatsache, dass ihr uns jetzt hier hören könnt, über euer scheiß Handy, liegt an solchen Menschen und nicht zuletzt an Alan Turing. Ja, ihr haltet, das ist unglaublich. Wenn ihr diesen Podcast hier gerade über Smartphone hört, haltet ihr in euren Händen oder in eurer Hosentasche eine Turing-Maschine. Und wir... Eine Universal-Turing-Maschine. Danke, danke. Ich wollte gerade, ich hab's mir gerade verkniffen, Alter. Ja. Ihr habt mich zappeln sehen, ihr habt ziemlich ja, 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 deswegen muss ich das auch sagen. Da war ein bisschen Flamme und Hass in deinen Augen, ja, so, da fehlt was. Und ja. Ich bedanke mich bei Heppen und bei Farb für diese wunderbare Open-Air-Garten-Session. Nicht bei Tobi. Ich bedanke mich bei Farb und bei Heppen, bei Tobi natürlich auch. Ja, immer. Ich gehöre dazu. Scheiß auf Tobi. Vielen Dank, dass ich mitmachen durfte. Tobi ist halt mein Hugh Alexander. Er ist halt immer dabei, aber auch ihm gehört natürlich viel Ehre zuteil. Moment, du bist Alan Turing in der Geschichte? Keine Ahnung. Und ich bin die Maschine, ich bin Christopher. Ich bedanke mich, dass ihr dabei wart. Wir bereiten uns jetzt auf das große Fress-Event, Friss oder Stirb, morgen vor. Vielen Dank, ich freue mich auf weitere Folgen. Ich hoffe, dass wir auch nächstes Jahr diese Tradition des Vorabends von Friss oder Stirb wieder aufleben lassen können. Ja, ich finde es auch sehr geil. Ihr seid immer gerne willkommen bei mir, ihr Arschlöcher. Aber nächstes Mal machen wir zwei Kästen Bier. Das waren die Kack- und Sach-Geschichten. Empfehlt uns weiter, besucht uns auf kackundsach.de, hoffentlich mit HTTPS-Protokoll, damit das alles schön sicher ist. Ja, empfehlt uns weiter. Wenn ihr uns geil findet, postet das. Auf kackundsach.de findet ihr auch alle Links zu unseren Live-Auftritten und zu unserem Merch-Shop. Tätowiert euch das auf eure Stirn. Richtig, aber natürlich chiffriert. als onlyfans/timo.de. Ja. Ja. Heben, Tobi, Fab und Fred sagen Tschüss. Ich will Heppen nachher auch noch 1000 ignorante Schulenfragen stellen. Ja, also baller mal, wir saufen so einen Schnaps.